Also das Thema für heute Abend ist das Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Das grasiert ja jetzt gerade so ein bisschen durch Twitter, durch die sozialen Medien. Und ja, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, wir hatten letztes Jahr eine kleine Demonstration organisiert, hier vor der Buchmesse in Frankfurt. Und haben auch dort nochmal versucht, den Presseverlegern klarzumachen, was wir Piraten von ihrem Unterfangen halten. Aber ich will ganz kurz einfach auf das Leistungsschutzrecht für Presseverleger zurückkommen. Wir haben also das Leistungsschutzrecht, das weiß jetzt nicht jeder, wie es funktioniert. Es gibt ein Leistungsschutzrecht, zum Beispiel im Audiobereich. Das gilt dort in erster Linie für zum Beispiel verstorbene Urheber. Ich gehe also her, miete ein Orchester, führe zum Beispiel Beethoven auf und habe halt eben den ganzen Aufwand gehabt, zum Beispiel das Orchester, den Saal, die Aufnahmen und so etwas zu machen. Und diese Aufnahme dann, die hat einen Leistungsschutz, die genießt einen Leistungsschutz. Und das ist das, wie es zum Beispiel heutzutage verwendet wird, dieser Begriff. Ich habe im Prinzip keinen Urheber mehr, aber ich habe eine Leistung erbracht, die es zu schützen gilt. In diese Bresche versucht jetzt die Presseverlage reinzustellen mit ganz kruden Argumenten, auf die ich jetzt vielleicht an dieser Stelle noch gar nicht so tief eingehen möchte. Ich wollte nur mal ganz kurz diesen Begriff Leistungsschutz recht klären. Also, Presseverlage verdienen mit den Internetportalen, und das kommen wir jetzt als erstes mal auf das Grundproblem zu reden, Presseverlage verdienen mit ihren Internetportalen weniger, als sie investiert haben. Das heißt, sie haben eine Geschäftsidee gehabt, haben Geld investiert und sie stellen dann halt fest, es kommt nicht so viel raus, wie sie reingesteckt haben. Damit stehen sie natürlich als Investoren vor einem Problem. Sie wollen den Return of Invest. Und Presseverleger sind keine Gutmenschen. Das sind in erster Linie Leute, die Geld verdienen wollen. Die wollen Zaster machen mit ihrem Zeug. Und die Renditen bei Zeitungsverlage sind immer noch sehr, sehr gut. Das Jammern der Zeitungsverlage ist auf einem relativ hohen Niveau. Also man muss sich da halt eben auch mal vorstellen, die Zeitungsverlage haben Anfang 2000 noch ungefähr gute zweistellige Renditen eingefahren mit ihren Erzeugnissen. Und naja, sie sind dann halt jetzt etwas eingesackt und deswegen heulen sie. Der Grund für die nicht so großen Return of Invest, dann nennen sie halt die Fremdvermarkung ihrer Inhalte durch Dritte, zum Beispiel Google News. Die Diskussion habt ihr vielleicht mitbekommen, sie sagen halt, die Aggregatoren, die würden jetzt Geld verdienen und bei uns bleibt halt nicht mehr so viel hängen, weil die Leute halt eben nur diese Snippets lesen und dann glauben sie halt Bescheid zu wissen. Und naja, man hat sich halt eben diese Zeitungen und dieses Verhalten der Menschen auf diesen Seiten genauer angeschaut und festgestellt, dass das eben nicht so ist. Ja, bitte? Begriff Aggregatoren erläutert? Aggregatoren sind im Prinzip Seiten, auf denen Anreißertexte von anderen Seiten zusammengefügt werden. Vielleicht kennt ihr alle Google News, falls euch das was sagt. Das ist eine klassische Aggregationsseite. So, also jetzt fordern die Verlage, dass sie von diesen Aggregatoren, denen sie jetzt quasi Schuld dafür geben, dass sie nicht so viel Geld im Internet verdienen, jetzt fordern sie ein Leistungsschutzrecht, damit diese Aggregatoren eine Abgabe zahlen und die dann den Verlagen zugutekommt. Das ist das Kernproblem, um das es hier geht, damit ihr das so mal versteht. Also im Jahre 1999, jetzt hier die Tageszeit, ich rase hier mal ein bisschen durch, ja, weil das eigentliche Thema kommt dann am Schluss. Also im Jahre 1999 erzielt die Tageszeitung in Deutschland einen Gesamtumsatz von 18,73 Milliarden Mark, von 11 Milliarden Mark allein durch Werbung eingenommen wurde. Das sind ca. 63% des Gesamtumsatzes. Wobei man 1999 noch zu den goldenen Jahren der Zeitungsverlage zählen kann. Also da war halt eben das Internet noch nicht so am Start. Ja? Im Jahre 2001 ging der Gesamtumsatz um 8% zurück und in den nachfolgenden Jahren um ca. 6%. Also es war halt eben die Internetblase 2001, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, das Jahr, in dem
die Flugzeuge irgendwo reingecrasht sind. So, der Bundesverband der deutschen Zeitungsverlage propagiert in dem, mit Blick auf die US-Marktentwicklung das Online-Werbegeschäft. Also sie geht daher, das ist ein Zusammenschluss der Zeitungsverlage, der dort auch Empfehlungen ausspricht und der letztendlich auch die Lobbyarbeit in Berlin für die Zeitungsverlage in den entsprechenden Regierungen macht. Ja. Der hat dann die Empfehlung rausgegeben, massiv dort zu investieren. Jo. Also da wird jetzt wieder geheißen, dass der Online-Werbemarkt ein Rekordwachstum hat, und das hat er ja auch. Allerdings kam es dann, naja, die Online-Redaktionen wachsen und dann passiert Folgendes: Blogger verdienen über $200. Und da ging das schon los, dass die Zeitungsverlage gemerkt haben, sie sind nicht alleine im Internet. Dieser Werbemarkt ist gigantisch. Und ja, genau diese Reaktion, die könnte man eigentlich erwarten. Also wirklich, das ist ja so, mir fällt es wie Schuppen von den Augen. Aber sie haben tatsächlich geglaubt, dass sie alleinig diejenigen wären, die den Online-Werbemarkt bedienen könnten, indem sie da irgendwelche Print-Geschichten ins Online umsetzen. Und das war wahrscheinlich der Casus Knactus, dass die Presse aufgewacht ist und dieses Internet und diesen Wildwuchs an Bloggern, die da überall das geschrieben haben, was dann jetzt eigentlich diese kommerziellen Blogs wie Spiegel Online und so weiter, was die machen, dass die denen Konkurrenz gemacht haben. So, im Jahre 2009 investieren die deutschen Zeitungsverlage, wie gesagt, immer noch massiv in den Internet-Store. 60% aller Investitionen in Online-Portale stammten 2009 von Verlagen. Also im Prinzip, wenn man sich überlegt, das sind Milliarden, die in Deutschland für Online-Portale investiert worden sind, ist das massiv viel. Ja, also. Entschuldigung, was ist denn da der Begriff von Online-Portal, und geht es dann nur um Verlage, die in Deutschland ansässig sind? Das müsste ich jetzt nochmal genau, also das habe ich jetzt nicht genau im Kopf, das ist von der Bitkom. Ich habe die Quelle hier unten noch mit angegeben, wenn du willst, kann ich diese Präsentation auch nochmal online stellen. Ich denke, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ich denke, dass es wirklich die Zeitungsverlage gilt. Es ist also wirklich das, was die Zeitungen rausbringen. Also es waren auch zu dem Zeitpunkt circa, das kommt in der nächsten Folie, ungefähr 600 Zeitungsverlage, die sich im Internet getummelt haben, nur in Deutschland. Nur in Deutschland. Und das kann man sich ja auf die anderen Ländern dann mal hochrechnen. Also die wirtschaftliche Abhängigkeit entsprechend, wenn man so viel investiert, ja, dann fängt natürlich auch an, die Abhängigkeit von dem Gewinn, von dem Return of Invest zu wachsen. Das heißt, wenn ich meine ganze Kohle da irgendwie rein spekuliere und es kommt nichts zurück, dann stehe ich natürlich als Unternehmer dann hinterher da und jammere, weil es sich nicht ausgezahlt hat. Ja, dann kommt natürlich das, was kommen musste. Die Zeitungsverlage klagen nicht nur über mangelnden Gewinn, sondern sie fangen auch an, richtig Lobby zu machen. Und diese Lobby ging dann so weit, dass die Hamburger Verlage die eine Erklärung gemacht haben. Ich will diese Hamburger Erklärung jetzt nicht im Detail hier vorlesen. Es würde wahrscheinlich erstmal reichen, dass man die Grundzüge daraus vielleicht begreift. Es wird halt eben in der Hamburger Erklärung gesagt, dass das quasi der Qualitätsjournalismus gerettet werden muss, indem eine Art Leistungsschutzrecht wurde da noch nicht verwendet. Aber es wurde darauf hingedeutet, dass sie eine Vergütung haben wollte. Und 2009, das wisst ihr vielleicht noch, Bundestagswahlkampf, da ging das gut her. Es wurde dann halt eben auch beklagt, dass ihre Inhalte in diesem Internet, in diesem verdammten Internet, ich überspitze das jetzt mal,
tatsächlich verlinkt werden kann. Andere können da mit solchen Syndikationen wie RSS-Feeds zum Beispiel sich auch selbst solche kleinen Aggregatoren schreiben und eine Webseite daraus basteln. Vielleicht kennt ihr das alles, dieses Paperly und andere Dienste, womit man sich letztendlich seine eigene kleine Zeitung zusammenstellen kann. Also die Aggregatoren wuchsen und der Journalismus hat den Untergang des Abendlandes quasi schon proklamiert. Also, das, was die Hamburger Erklärung halt eben ausgezeichnet hat, eben war also der Tenor der Kostenlosigkeit. Also es darf auf keinen Fall sein, dass Sie im Internet so viel Arbeit reinstecken und dass es dann am Ende kostenlos ist. Die Frage, die sich dann mir zumindest aufzwingt, ist, warum stellen Sie es dann überhaupt ins Internet, wenn man weiß, dass dort alles letztendlich, ich drücke drauf und hab's. Wo ist das Problem? Dann stellt es doch einfach nicht rein. Ja, hat die Zeitungs-, also die Journalia halt etwas anders gesehen. Sie gehen dann halt so her und versuchen so zu argumentieren, dass sie ihre ganze Arbeit ja der Menschheit quasi zugute kommt und sie dort Qualitätsjournalismus abliefern, den wir ja auch bitteschön zu zahlen hätten. So, wie gesagt, ich rase jetzt mal ein bisschen durch. Vielleicht kennt ihr das ja auch, dieser rechtsfreie Raum, ja? Dann, hier habe ich es nochmal aufgeschrieben. Im Internet darf es keine rechtsfreien Zonen geben. Das erste Mal, dass das überhaupt gesagt wurde, war die Hamburger Erklärung. Also vielleicht wisst ihr jetzt, woher diese ganzen Politiker ihren Talk haben, ja? Also ihren Speak haben. Es ist wirklich so, dass dieser rechtsfreie Raum Internet nach 2009, nach dem 8.6.2009 wirklich ist, hat die Runde gemacht. Die Politiker waren dankbar für dieses Wort, um jeden damit zu beschimpfen, der im Internet irgendetwas getan hat, was sie nicht kontrollieren können. Ja, also rechtsfreier Raum, das war der Burner. Ja, da haben sie sich wirklich was einfallen lassen. Also es ist wirklich jetzt hier ein Auszug aus dem aus der Hamburger Erklärung. So. Die Auswirkungen und der Ruf nach dem Leistungsschutzrecht für die Zeitungsverlage war dann die Folge von der Hamburger Erklärung. Also die gehen jetzt nicht her und werden so eine Erklärung formulieren, indem sie sagen, wie schlecht es ihnen geht und dass man auf keinen Fall diese Umsonstkultur, gerade von diesen bösen Piraten, unterstützen sollte. Sie haben dann also wirklich relativ schnell danach geschrien, dass das in Leistungsschutzrecht kommen sollte und schwuppdiwupp, es war auch relativ schnell in Koalitionsvertrag, den die FDP mit der CDU-CSU-Fraktion ausgehandelt hat. Also 2006 waren über 600 Online-Portale und Zeitungsverlage und unzählige Blogs, Suchmaschinen und Fachportale, soziale Netzwerke teilten sich den Markt für Online-Werbung. Die Preise sind natürlich dann gefallen, Werbung kostet natürlich nichts mehr. Das hat dann etwas mit Marktwirtschaft zu tun, habe ich mir sagen lassen irgendwie. Wenn das Angebot groß genug ist, dann sinken die Preise, so habe ich mir das sagen lassen. So. Die Bundesregierung, wie ich das eben gerade schon sagte, nimmt das Leistungsschutzrecht in den Koalitionsvertrag mit auf. Ja. Verlage sollen im Online-Bereich nicht schlechter gestellt werden als andere Werkmittler. Was auch immer die sich dabei gedacht haben. Ja. Wir streben deshalb die Schaffung des Leistungsschutzrechts für Presseverlage zur Verbesserung des Schutzes von Presseerzeugnissen im Internet an. Woher jetzt die CDU, CSU, FDP-Fraktionsgedöns sich irgendeinen Schutz da haben ausgedacht, das wissen wir nicht. Aber scheinbar mussten die sich jetzt halt eben dann den Presseverlage annehmen und denen also einen besonderen Schutz gewähren. Wie immer auch dieser Schutz aussehen mag, wahrscheinlich, wie gesagt, sie wollten natürlich Geld haben. Ich habe jetzt nochmal einige Argumente, die Pro-Argumente. Das Leistungsschutzrecht soll ein wichtiges Instrument für alle Presseverlage sein, um neue Geschäftsmodelle zu erschließen. Es bedarf eines eigenen Leistungsschutzrechts, um neue Einnahmequellen für Online-Angebote erschließen zu können. Der Gesetzgeber sollte hiermit einen gesetzlichen Paid Content schaffen. Von Hubert Burda hatte das gesagt und das Contra kommt unter anderem von uns, den Piraten, oder aber auch von der Organisation IGEL, Initiative gegen das Leistungsschutzrecht.
Also es werden neue Verwertungsgesellschaften gebraucht. Das heißt, wenn jetzt irgendwo Geld an wen fließen muss, dann muss das natürlich auch irgendwie eingetrieben werden. Ja, und dann bräuchten wir eine Verwertungsgesellschaft. Eine Verwertungsgesellschaft kennen wir schon in Deutschland, das ist die GEMA zum Beispiel. Und naja, wie die arbeitet, da ist jetzt, wäre nochmal ein eigenes Panel wahrscheinlich. Da müssen wir uns über den Verteilerschlüssel Gedanken machen. Wenn jetzt Geld irgendwo reinkommt, dann müsste es ja auch verteilt werden. Und es gab übrigens auch mal 2009 Vorschläge, das fand ich sehr interessant, dass natürlich das so verteilt werden soll, wie die Leute im Internet investiert haben. Und dann kann man sagen, die Verlage mit am meisten Geld haben natürlich auch am meisten investiert. Das ist halt so. Und das heißt im Prinzip, dass die großen Verlage auch am meisten bekommen würde. Hatte ich übrigens auch dieses Jahr, war schon eine Veranstaltung zum Thema Leistungsschutzrecht, womit ich meines Erachtens nach die Leute auf dem Podium relativ durcheinander gebracht haben, weil darauf konnten sie mir auch keine Antwort geben, wie die in dieser Verteilungsschlüssel aussehen sollte, nachdem, wie auch immer geartet, irgendwo eingenommenes Geld verteilt werden sollte. Naja, aber die Problematik ist klar, es leuchtet ja ein, es kommt Geld rein, es muss verteilt werden, wie wird es verteilt? Ja, ist einleuchtend, hoffe ich, ja. Und also wenn es, wie gesagt, die Idee wäre von den Großen, würde dann halt eben, ich hatte das mal ausgerechnet, es war glaube ich irgendwie 10 Verlage würden sich dann irgendwie 60% der Einnahmen teilen, irgendwie sowas war das. So, dann haben wir jetzt hier noch ein Pro-Argument, das Urheberrecht des Autors an seinem Text und das Leistungsschutzrecht des Verlegers an dem Presseerzeugnis stehen nebeneinander, behindern sich wegen ihres unterschiedlichen Gegenstandes aber nicht. Der freie Autor kann seine Artikel wie bisher an mehrere Publikationen verkaufen. Man muss vielleicht wissen, ein freier Autor, dem wird für gewöhnlich ein sogenannter Buyout-Vertrag unter die Nase gerieben, bevor er bei einer Zeitung irgendetwas publiziert. Effektiv heißt das, die Zeitungsverlage erschleichen sich mit diesen Buyout-Verträgen im Prinzip das Recht, diese Sachen exklusiv für immer und alle Zeit auf allen jetzigen, bekannten und noch in Zukunft bestehenden oder irgendwann mal erfundenen Medien verwerten zu dürfen. Das sind die sogenannten Buyout-Verträge. Das ist gang und gäbe in der deutschen Medienlandschaft. Das wird bei Burda, Springer, das wird hier bei FAZ selbst so gemacht. Und da gibt es auch keinen Guten in der Branche, der ja jetzt irgendwie sagen könnte, dass er besonders tolle Verträge mit den freien Journalisten machen würde. Es sei denn, man ist ein toller, bekannter, freier Journalist, der verdient dann auch viel Geld, aber der normale freie Journalist verdient im Prinzip 10 Cent pro Zeile. Da müsste man quasi die Bibel schreiben, einmal im Monat, um davon eine Familie ernähren zu können. Zitat Matthias Spielkamp, freier Journalist. So, Contra. Die Verlage verlangen ein Recht, das sich auch auf die einzelnen Inhalte erstreckt, in dem der Schutz gegen die Übernahme der Texte, Bilder und andere Werke verleiht, aus deren Zeitungen und Verlagswerbeseiten bestehen. Ein solches Leistungsschutzrecht würde das Urheberrecht an den Bestandteilen des Presseerzeugnisses unweigerlich überlagern. Das ist jetzt eine Aussage von der Bitkom. Heißt, es wäre dann quasi ein Konflikt zwischen dem eigentlichen Idee des Urheberrechts und dem, was die Verlage jetzt wollen. Ja, das Leistungsschutzrecht. So sehe ich das. So, dann noch ein Pro. Die Kommunikationsfreiheit bleibt durch die Zitierfreiheit gewährleistet. Das Urheberrecht, Zitatrecht, soll im vollen Umfang auch für das Leistungsschutzrecht gelten. Das ist der Bund Deutscher Zeitungsverleger und das Schweizer Dependant dazu. Da kommt die Nina hoffentlich gleich noch drauf zurück. Ich hoffe, also das mit dem Zitatrecht und mit der Zitierfreiheit, das ist so eine Sache, da bekommen wir gleich im nächsten Vortrag noch etwas mehr zu hören. Das ist auch das größte und das Hauptargument, was zurzeit die Blogger-Szene umtreibt. Ich sage es mal so, und ich will jetzt nicht allzu sehr darauf eingehen, weil der Vortrag gleich das vielleicht ein bisschen tiefergehend beleuchtet. Aber das sind jetzt das Kontraargument dazu, Snippets, wie sie vor allem in den Suchmaschinen angezeigt werden sollen, geschützt werden. Das Zitatrecht hat damit nichts zu tun,
Es wird erst relevant, wenn der übernommene Satz oder Abschnitt für sich genommen eine urheberrechtlich geschützte Werkteil darstellt. Und das ist jetzt gerade im Prinzip Tenor des Streites. Was ist ein Zitat? Was ist kein Zitat? Was ist ein Snippet? Und dieser Begriff Snippet, den gab es ja vorher auch noch gar nicht. Das heißt, wir haben dort jetzt im Prinzip etwas Neues, etwas Neuerfundenes, was im Urheberrecht auch eingehen soll. Das Leistungsschutzrecht soll Teil des Urheberrechts werden. Das müssen wir uns halt eben auch vor Augen führen. Und damit haben wir halt eben auch schon ein wesentliches, also die wesentlichen Kernprobleme zusammengefasst. Die Debatte zum Beispiel, in der, die jetzt dann aufgekommen ist, die war von der Bund der Deutschen Industrie, der Bundesverband der Deutschen Industrie, die dieses Leistungsschutzrecht also wirklich als Hemmnis für Investitionen, für neue Internet-Startups, für Jungunternehmer halt sehen würde. Und da hat der Bundesverband der Deutschen Industrie vorgegangen, hat gesagt, das wäre Gift für die Internet- und Innovations- und Informationsplattformen. So, jetzt kommen wir dann halt eben zur Lobby, die dahinter steht. Vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Punkt. Dietrich von Kladen, Leiter der Regierungsbeziehung Axel Springer AG, twitterte heute, das war am 31.05.2011, dass das umstrittene Leistungsschutzrecht in den dritten Korb der Urheberrechtsnovelle kommen wird. Und wie wir ja heute wissen, es wird dort reinkommen oder soll dort reinkommen, in den dritten Korb der Urheberrechtsnovelle. So, und jetzt muss man sich mal vielleicht die einzelnen Figuren da mal reingucken. Die Friede Springer, die Witwe vom Axel Springer, ist eine gute Freundin von Angelika Merkel. Ja, also die sind relativ häufig zusammen zu sehen. Die sind auf den Symposien, die Springer veranstaltet, ist die Angelika Merkel häufig zu Gast. Und naja, ansonsten können die sich ja auch relativ gut. Und dieser Dietrich von Kladen, der Bruder von Eckhard von Kladen, ist im Staatsministerium im Bundeskanzleramt. Die Beziehung kann man sich ja jetzt ausdenken. Die Angelika Merkel ist Freundin von der Friede Springer und schwuppdiwupp sitzt dann ein Bruder von ihrem besten Zugpferd, was die PA angeht, also was Public Relations angeht, sitzt dann im Bundeskanzleramt. Dass dann so ein Leistungsschutzrecht ohne irgendwelche Widerstände relativ schnell in Koalitionsverträge eingebaut wird, ist dann relativ wenig verwunderlich. Da kann man sich wieder die Frage stellen, wie hält Deutschland oder auch generell die Politik mit dem Einbringen von Partikularinteressen in Regierungsentscheidungen. Ist wieder ein anderes Thema, wäre das Thema große Korruption, aber gut. Jetzt muss man halt eben auch sagen, dass ich habe jetzt mal ein Beispiel von Bertelsmann, da gehört Stern, Financial Times, Deutschland oder Kapital zum Beispiel dazu, eben auch sehr in die Gespräche in der Regierung halt immer mit einbringt, indem zum Beispiel die Bertelsmann Stiftung Symposien veranstaltet, die dann zum Beispiel so etwas hervorbringen wie die Hartz-IV-Gesetze. Die sind maßgeblich gestaltet und entworfen worden auf dem Bertelsmann Symposium. Das muss man sich eben auch mal vor Augen halten. Und da muss man halt eben auch sehen, dass dann zum Beispiel so etwas wie der Normenkontrollausschuss im Deutschen Bundestag, dass das eben auch eine Kopfgeburt von der Bertelsmann-Stiftung war. Muss ich jetzt, kann vielleicht darüber streiten, ob der sinnvoll ist oder nicht. Aber man muss sich halt eben vergegenwärtigen, dass diese Firmen, jetzt gerade die Zeitungsverlage, sehr, sehr mächtig sind. Und damit bin ich jetzt hier eigentlich auch schon relativ am Ende. Ich würde gerne noch vielleicht ein kleines Buch vorstellen. Das ist von dem Herrn Buschow. Und der hat versucht mal aufzuzeigen, inwiefern
die Zeitungsverlage Einfluss nehmen auf die Debatte zum Thema Leistungsschutzrecht. Der hat sich also wirklich die Artikel der Zeitungsverlage vorgenommen und da hat der Stefan Niggemeier dann einen ausführlichen Blog darüber geschrieben, den ich hier in Tote Baum PDF mal mir ausgedruckt habe, um daraus zitieren zu können. Es ist halt so, dass die Diskussion, die wir jetzt ums Leistungsschutzrecht führen, dass die wirklich maßgeblich auch von den Zeitungen relativ gesteuert wird. Wir müssen uns halt eben vorstellen, dass die Zeitungen natürlich ihr Interesse wahren wollen und keine, wie nennt man das, neutrale Berichterstattung mehr in dem Moment leisten können, weil sie natürlich ihre eigenen Interessen verfolgen. Und das hat der Herr Buschhoff halt eben wirklich mal versucht, auf den Punkt zu bringen und die Zeitungen wirklich durchforstet und geschaut, wie gehen die Zeitungen mit Themen um, die sie selbst wirklich im Negativen auch betreffen können. Ich will jetzt nicht den Artikel von Niggemeier vorlesen. Es ist halt eben wirklich so, dass man sich überlegen kann, Zeitungsverlage sind ja angeblich die vierte Macht im Staat. Das heißt, sie haben einen Auftrag. Dieser Auftrag ist finanzgesteuert, das heißt, sie wollen Gewinne erwirtschaften. Sie haben also im Prinzip nur noch sekundär ihren Platz als vierte Macht im Staat, also als die Kontrollinstanz, die den Politikern auf den Mund schauen sollen, weil sie jetzt gerade in dem Moment, gerade über das Thema Leistungsschutzrecht, ihre eigenen Interessen wahren wollen. Da müssen wir uns halt eben, wie gesagt, sehr kritisch damit auseinandersetzen, wie die Zeitungen über dieses Thema hier berichten. Und wenn man jetzt halt einen Artikel dazu sieht, ich weiß jetzt nicht, ob Journalisten anwesend sind, aber das Thema wird von der Journalie, soweit ich das jedenfalls wahrnehme, ziemlich heftigst unterdrückt. Springer titelt zum Beispiel, nachdem das Leistungsschutzrecht im Bundestag in der ersten Lesung durchgekommen ist, titelt halt, es wäre ein guter Tag für Deutschland, das Leistungsschutzrecht ist durchgekommen. Ja? Also keine Kritik, keine Hinterfragung, keine abwägende Berichterstattung mehr, sondern eine definitive Pro-Berichterstattung, wo dann halt eben, wie gesagt, die Fragestellung wirklich in den Raum werfen können, ist die vierte Macht im Staat noch die vierte Macht im Staat oder sollten wir das nicht vielleicht irgendwie etwas verschieben und es auch etwas verschoben sehen. Das Internet ist ja für jedermann zugänglich und wäre vielleicht eine ganze Instanz darüber. Kann man sich die Frage stellen. Damit bin ich am Ende. Erstmal mit meinen kurzen Vorstellungen zum Thema Leistungsschutzrecht. Wir werden nach dem Vortrag von Anina mit Sicherheit noch Gelegenheit haben zu diskutieren. Falls ihr euch jetzt Fragen aufgeschrieben habt, würde ich euch bitten, die nach dem Vortrag von Anina noch zu stellen. Dann würde ich jetzt übergeben. Okay. Ja, vielen Dank für die super Einleitung, Thorsten, von dem Rückblick, was es so die letzten Jahre passiert ist und wie es zu dem Leistungsschutzrecht kam. Ich werde jetzt gleich so ein bisschen die aktuelle Situation darstellen. Was sind so die Ziele des aktuellen Kabinetts, des aktuellen Gesetzesentwurfs? Was sind so die Argumente? Was ist unsere Kritik daran? Und vor allem das ganz Wichtige, was machen wir überhaupt dagegen? Und was können wir jetzt noch tun, um das ganze Ding zu stoppen? Bevor ich loslege, stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Nina Galler, ich komme aus dem Landesverband Hamburg, bin dort seit Mai Pirat mit Schwerpunkt Netzpolitik und im freien Leben. Mein Geld verdiene ich mit PR und Kommunikationsberatung. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum mich dieses Leistungsschutzrecht so angesprungen hat, weil ich mit Medien arbeite und das auch schon irgendwie super lange mache und diese ganze Entwicklung des Online-Journalismus auch mitbekommen habe. Und deswegen mich das so sehr berührt hat, kann man fast sagen, was denn jetzt auf einmal mit Presseerzeugnissen im Internet passieren soll. Wir haben es gerade schon kurz erzählt, was das Leistungsschutzrecht überhaupt ist. Die Verlage wollen ein eigenes Recht haben, sodass sie ein Jahr lang die ausschließliche Berechtigung haben, ihre Verlagserzeugnisse online zu publizieren. Bild des Beamers gehen, dann kann man... Ah, okay. Muss ich mal hier rüber. Okay. Also es geht um das ausschließliche Recht, Presseerzeugnisse online zu veröffentlichen und zugänglich zu machen, für ein Jahr begrenzt, danach kann es wieder jeder nutzen. Und initiiert wurde das Ganze halt von diesen Verbänden, die wir jetzt gerade schon gehört haben, Bundesverband der Deutschen Zeitungsverleger und Verband der Deutschen Zeitschriftenverleger.
der Wortführer, der das Ganze im Moment in der Öffentlichkeit vertritt und dafür propagiert, ist der Christoph Käse. Der ist halt Lobbyist beim Axel Springer Verlag. Und mit der arbeitet ganz eng zusammen mit diesem einen Herrn von Kleden, der sein Bruder im Kanzleramt, also so schließt sich da so ein bisschen der Kreis. Gleich wird noch ganz wichtig die Tatsache, dass das Leistungsschutzrecht im Urheberrecht mit aufgehängt ist. Und und es ist halt ausschließlich begrenzt jetzt im dritten Entwurf auf Suchmaschinen und Aggregatoren. Das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig, das ganz am Anfang zu sagen, weil es schwirren noch so ein bisschen Gerüchte durch die Welt, dass auch Unternehmen und Blogger lizenzpflichtig gemacht werden sollen. Das ist sogar, also Unternehmen sind explizit ausgeschlossen. Es geht wirklich nur darum, Suchmaschinen und Aggregatoren zu verpflichten. Dass das trotzdem Implikationen haben kann, auch auf Blogger, darauf komme ich dann aber gleich noch. So, hier sind noch mal ein paar Beispiele dargestellt, was überhaupt so Presseerzeugnisse sind. Das sind natürlich ganz klar Pressebilder, die wir kennen, ganze Presseartikel, natürlich auch klar. Und das ist das, was Thorsten eben schon erzählt hatte, das ist so ein Snippet. Also so ein Kurzanriss, ein kurzer Ausblick auf den Artikel, den der Seitenbesucher erwartet, wenn er auf den Link klickt. Und das da unten, das ist eine ganz klassische URL und in die URL sind ja heute schon ganz oft die kompletten Überschriften drin. Und da kommen wir nämlich jetzt schon zur ersten Gemeinheit dieses Leistungsschutzrechts. Und zwar sagt der aktuelle Entwurf, dass nicht nur das ganze Presseerzeugnis, sondern auch kleinste Teile schon lizenzpflichtig werden können. Das bedeutet zum Beispiel, dass dieses Snippet bei der Suchmaschine, bei Google News, wie es auftaucht, und aber auch schon so eine URL, die ausgeschrieben mit der Überschrift ist. Wenn die online auftaucht bei einer Suchmaschine, dann wäre es quasi schon lizenzpflichtig. Diese Entscheidung, also das steht so wortwörtlich nicht im Gesetzestext drin, sondern glaube ich mehr in der Erklärung, die leiten das her aus einem Beispiel aus der Musikwelt. Und zwar gab es da mal den Fall 2008, da haben zwei berühmte Frankfurter Rap-Musiker miteinander gestritten, weil der eine sagt, du hast von mir geklaut und das ist eine Tonfolge, die habe ich schon mal verwendet. Es handelte sich bei diesem Song um den Song Metall auf Metall und da hat das Bundesgerichtshof dann in dem Fall, Bundesgerichtshof hat entschieden und deswegen bezieht man sich heute auf die Entscheidung Metall auf Metall, die eigentlich nur sagt, dass auch schon kleinste Teile eines Werkes von anderen nicht einfach verwendet werden dürfen. Das Ganze im Pressebereich führt dann wie gesagt dazu, dass auch schon Überschriften lizenzpflichtig werden. Wir hatten das gerade schon mal angedeutet, das Zitatrecht wird aber ausgenommen. Also man kann sich jetzt nicht damit herausreden und dann sagen, ja, aber dieses Google Snippet, das kann man ja vielleicht als Zitat sehen. Das können wir deswegen nicht, weil wenn man ganz genau reinguckt ins Zitatrecht, in Paragraph 51 des Urheberrechtsgesetzes, dann ist ein Zitat nur dann ein Zitat im Sinne dieses Gesetzes, wenn es in ein eigenes Textwerk eingebunden ist. Und das gibt das Snippet einfach noch nicht her. Also es gilt so eine Faustregel, die habe ich mal gelesen, dass ungefähr ein Drittel des Textes Zitat sein darf und das Zitat sollte nur maximal zwei Drittel des genommenen Textes irgendwie sein. Das ist so Pi mal Daumen. Letztendlich werden das Gerichte entscheiden müssen in Zukunft, was ist ein Zitat und was nicht. Und da hören wir schon im Hintergrund so ein bisschen die Nachtigall trapsen, was da für Rechtsunsicherheiten, Abmahnen, Rechtsstreitigkeiten kommen könnten, weil man sich darüber streitet, ist es noch ein Snippet oder schon ein Zitat oder umgekehrt. Dann die nächste Frage ist, du fragtest eben gerade auch schon, was ist ein Aggregator? Das haben wir schon gut geklärt. Die nächste Frage ist, was ist denn überhaupt eine Suchmaschine? Und das ist so im Gesetz auch noch gar nicht definiert. Und wenn man jetzt mal überlegt, wir kennen natürlich als Suchmaschine, fällt den meisten Google ein. Ein paar, die schon ein bisschen länger im Internet sind, kennen vielleicht auch noch Yahoo. Bing haben vielleicht die ein oder anderen mal gehört. Das sind so diese gängigen Suchmaschinen, die wir heutzutage alle nutzen. Die einzige Definition, die ich jetzt gefunden habe, die mir das so einigermaßen erschlossen hat, die ist bei Wikipedia. Und Wikipedia sagt, es ist quasi alles eine Suchmaschine, was einen Algorithmus hat, das einen Suchwortindex erstellt und auf eine gezielte Suche hin eine geordnete Liste wieder auswirft. Nach Relevanz oder nach anderen Kriterien. Wenn wir uns daran auch nur grob orientieren, dann ist zum Beispiel auch Twitter eine Suchmaschine. Weil wenn ich bei Twitter nach Suchbegriffen suche, dann kann ich mir auch überlegen, will ich alle Ergebnisse haben oder nur die Leute, denen ich folge oder die wichtigsten. Und was es bedeuten könnte, wenn selbst auch Links, also als kleinste Presseerzeugnisse bei Twitter nicht mehr erlaubt sind und je nach Client werden die ja jetzt auch schon in der Vorschau als Snippet irgendwie mit angezeigt,
dann betrifft es nicht mehr auf einmal nur noch Verlage gegen Google, sondern halt jeden Einzelnen von uns, der auf Twitter ist. Und wer dann Telefonbuch zum Beispiel, ne? Wer dann herangezogen wird, ob der Twitter schuld ist oder der einzelne User, auch das werden wir dann wahrscheinlich sehen, wenn es soweit ist. Also zufriedenstellend ist es jedenfalls nicht. So, wenn man jetzt schon so das Gefühl hat, naja, das klingt alles nicht so wahnsinnig schlau, was sind denn die Argumente dafür? Und da hatte Thorsten jetzt gerade schon einen kurzen Einblick gegeben. Das Kernargument, was immer wieder benutzt wird, vor allem halt von Christoph Käse, ist, die Suchmaschinen klauen uns unsere Inhalte und da können wir gar nichts gegen machen. Ich habe einen sehr mysteriösen Husten seit einer halben Stunde. Entschuldigung. Und hier sind so ein paar Zitate, die so ein bisschen zeigen, ja, es geht darum irgendwie um Fairness, es geht um Rechtsbruch, rechtsfreier Raum haben wir jetzt gerade schon gehört. Und vor allem ganz, ganz toll finde ich das Zitat hier rechts, die ungenehmigte Nutzung geistigen Eigentums muss verboten bleiben. Kommen wir gleich nochmal drauf, was es mit der ungenehmigten Nutzung auf sich hat. Es gibt noch weitere Argumente, die ein bisschen mehr in die Richtung geht, zu der Motivation, die ja eigentlich dahinter steht. Und zwar ist dann auch von Margen die Rede und von Lizenzen und von Verkaufen. Können also davon ausgehen, dass es nicht so wie behauptet darum geht, Urheberrechtsverstößen primär nachzugehen, sondern in erster Linie geht es den Verlagen darum, dass sie Geld verdienen wollen. Und es gibt gleich noch ein Beispiel, das zeigt, selbst die Rechtsdurchsetzung, wenn sie erleichtert wird, das stellt irgendwie die Verlage auch gar nicht zufrieden. Also darum geht es im Kern gar nicht, weil da kommt ja kein Geld bei raus. So. Ja, warum machen die das? Warum haben die irgendwie das Gefühl, uns geht so schlecht und wir müssen irgendwie von Google das Geld einkramen? Klar, wenn man sich jetzt mal die Zahlen von Google anguckt, dann sieht man, denen scheint es jetzt nicht ganz so schlecht zu gehen. Die machen ein ganz gutes Geschäft. Bis auf 2008, da gibt es diese kleine Nase nach unten, das ist die Wirtschaftskrise, die uns alle getroffen hat. Und jetzt habe ich aber mal geguckt, wie geht es denn überhaupt den Verlagen und speziell hier unserem Freund beim Axel Springer Verlag. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann stellt man fest, seit ungefähr 2000, denen geht es ja auch gar nicht so schlecht. Und das sind jetzt hier mal so die Umsatz- und die Gewinnzahlen so ein bisschen zusammengenommen. Auch da haben wir in 2009 einen kleinen Einbruch, bei uns kam die Krise ja ein bisschen später ein, das lässt sich dadurch erklären. Und dann denkt man so, ja gut, okay, aber wo ist denn jetzt irgendwie der Verlust? Na ja klar, beim Werbemarkt hatten wir eben gesagt. Okay, gucken wir uns die Werbemärkte an. Klar, die Ausgaben für Online-Werbung, die sind echt dramatisch in die Höhe gegangen und verteilen sich nicht nur auf Springer. Das ist natürlich klar, das kann man dann irgendwie noch nachvollziehen. Aber wie ist denn das sonst mit den Verlagseinnahmen in Werbung? Und die Ausgaben für Zeitschriftenwerbung sind komischerweise seit 2000 relativ konstant geblieben. Also, ja. Das ist ein Verlust. Das ist nicht weg. Bitte? Achso, muss ich mich jetzt kleiner machen oder was soll ich machen? Okay. Einfach weggehen. Dann sieht man, ja. Das Kabel ist aber auch etwas länger. Also okay. Wenn du willst, können wir den Tisch ein Stück einschieben. Oder den Tisch einfach nochmal. Okay. Ah, das ist super. Meine Nische. Deine eigene kleine. Ich kann mich ja so schräg reinhängen. Wenn Sie es gesehen haben, ist okay. Okay. Das ist wichtiger als die Zahlen. So, also dieses Argument, den Verlagen geht schlecht, wir brauchen das Geld von den Suchmaschinen und von den Aggregatoren, weil die uns das ganze Geld wegnehmen, wird jetzt schon so langsam so ein bisschen wackelig. Dann ist noch dieses, ja, die klauen uns die Inhalte und wir können irgendwie gar nichts dagegen machen. Was machen Suchmaschinen denn überhaupt? Klar, die haben ihre Algorithmen, die haben ihre Crawler, die durchsuchen das ganze Netz, die durchsuchen die ganzen Webseiten, suchen sich da die Worte und die Inhalte raus und indexieren das und publizieren das dann weiter. Was sie aber auch machen, ist, dass sie in dem Moment, wo sie eine Webseite besuchen, als allererstes die sogenannte Robot.txt-Datei auslesen. Das ist eine Datei, in der kann jeder Webseitenbetreiber, oder ja, bevor ich das jetzt großartig erkläre, irgendjemand, der das nicht kennt, Robot.txt, okay, super, das habe ich nämlich vorbereitet. Dort kann jeder Webseiten, also korrigiert mich, wenn ich das falsch beschreibe, aber jeder Webseitenbetreiber kann dort die Seite so programmieren, dass er den Suchmaschinen vorschreibt, was darfst du rausziehen und auf die Suchmaschine stellen und was nicht. Ich kann also die ganze Webseite unauffindbar machen für Suchmaschinen, aber auch nur einzelne Subdomains oder auch nur einzelne Teile, also zum Beispiel Bilder nicht veröffentlichen lassen. Okay. Es obliegt also in der Verantwortung des Webseitenbetreibers zu entscheiden, was gebe ich denn der Suchmaschine. So, und jetzt wird es langsam wieder nämlich total wackelig für das Argument, weil die Verlage, seitdem es das Internet gibt und sie das für sich entdeckt haben, ihre Inhalte A, kostenfrei ins Netz stellen,
B, Suchmaschinenoptimierungsmaßnahmen betreiben, da richtig Kohle investieren, damit sie bei Google gefunden werden, ihre Robot.txt-Datei eben nicht so programmieren, um genau das, diesen sogenannten Diebstahl zu verhindern. Und stattdessen haben sie dann irgendwie gesagt, nee, Robot.txt und der Standard, der dahinter steckt, das passt uns irgendwie nicht, wir wollen unseren eigenen Standard, und haben dann versucht, so ein bisschen gegen die Suchmaschinen Allianz da ihre eigenen Standards zu etablieren, und das hat irgendwie gar nicht geklappt und da ist man sich nicht einig geworden, und das Leistungsschutzrecht ist dann aller Wahrscheinlichkeit nach dann jetzt der nächste Versuch, das über die rechtliche Schiene zu versuchen. Also das Argument, die Suchmaschinen machen einfach und wir können uns gar nicht dagegen wehren, ist damit einfach endgültig ausgehebelt. Jetzt sagt Axel Springer natürlich, ja, aber Robot.txt, das ist wie so ein Lichtschalter, da kann man nur ja oder nein oder an oder aus. Was wir eigentlich wollen, ist so mehr so eine Zwischenlösung, dass wir das entscheiden und wie viel Geld dafür kommt und mal das Snippet länger und mal das Snippet kürzer. Aber ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen aus der Luft gegriffen, aber wir sind im Stream, ich will mal nicht so boshaft sein. Ja, und dann haben wir noch diese rechtliche Geschichte, weil das geht ja auch um die Rechtsdurchsetzung. Im Moment ist es ja so, wie Thorsten gerade auch schon sagte, die Urheber, die das Werk erstellen, also den Zeitungsartikel, die machen das für die Verlage. Verlage und Urheber werden sich einig, meistens in diesen sogenannten Buyout-Verträgen, und der Verlag veröffentlicht das, beziehungsweise lässt es dann in die Suchmaschinen und in den Aggregatoren erscheinen. Die Anspruchsgrundlagen, die dahinter stehen, jetzt im Moment aktuell, ist es so, dass der Urheber über das Urheberrechtsgesetz komplett geschützt ist. Das heißt, jemand, der das komplette Werk im Internet übernimmt und einfach 1:1 kopiert und zweitverwertet, der kann sowieso schon über entsprechende Paragraphen im Urheberrechtsgesetz dafür belangt werden. Da gibt es überhaupt gar keine rechtliche Notwendigkeit, da noch ein zusätzliches Gesetz draufzusetzen. Jetzt haben die Urheber halt über diese Buyout-Verträge meistens die Verwertungsrechte an den Verlag gegeben, und der Verlag möchte jetzt mit dem eigenen Recht, das wird irgendwie ganz kompliziert, möchte auf der einen Seite das Geld dafür haben, damit es andere veröffentlichen, und wenn es welche ohne Lizenz machen, dass er dann auch aus eigener Kraft heraus gegen diese gegen die Rechtswidrigkeit vorgehen kann. Im Moment, das ist das Argument der Verlage, ist es denen halt einfach unmöglich, das zu machen, weil sie müssen ja immer den Urheber fragen, ob dann der Verlag für seine Interessen eintreten darf. Gut, wahrscheinlich haben die Verlage nicht so viel Macht über die Urheber, dass man das nicht einfach in die Verträge schreiben kann, dass sie jetzt ihr eigenes Recht brauchen. Es macht irgendwie beim genauen Blick einfach überhaupt gar keinen Sinn, dass die Verlage sagen, oh, das ist ja total machtlos und das ist ganz schwierig und das können wir einfach nicht machen. Also auch da aus rein rechtlicher Sicht gibt es keine Basis, keine Notwendigkeit aus unserer Perspektive. So. Ja, nun ist es aber so, dass wir diesen Gesetzentwurf haben. Es hat 3 Entwürfe gebraucht, bis das Kabinett mal gesagt hat, und die Verlage, okay, da können wir uns drauf einigen, da stimmen wir jetzt mal zu. Die wichtige Frage ist ja jetzt, wie geht es denn weiter damit? Ich habe hier mal so eine Art Zeitstrahl aufgemalt. Wir hatten jetzt Ende August diesen Kabinettsbeschluss. Das heißt jetzt noch nicht, dass das Gesetz definitiv kommt. Das ist das Beruhigende an der Sache. Jetzt im Moment formiert sich der Bundesrat zu einer Stellungnahme. Die wird vom 12. Oktober erwartet. Man merkt jetzt schon, man hört so ein bisschen raus, die tun sich so ein bisschen schwer und eigentlich gibt man schon so ein bisschen zu, naja, so schön ist das ja vielleicht alles nicht, aber wir warten das mal ab. Dann nach der Bundesratsstellungnahme geht der Gesetzentwurf, ich bin kein Jurist, ich bin da jetzt noch nicht so wahnsinnig ganz, ganz fest auf diesen Füßen, so wie ich es verstanden habe, in die Beratung, in den Rechtsausschuss, in den Wirtschaftsausschuss und in den Kulturausschuss. Laut Terminlage wird das wohl erst Anfang nächsten Jahres stattfinden. Und je nachdem, wie lange das dauert und wie dann beraten wird, kommt dann der Gesetzentwurf zur endgültigen Abstimmung erst in den Bundestag ins Parlament. Dann kann es sein, dass wir schon Februar, März haben, dann ist schon Wahlkampf für Bundestag. Dann kann das natürlich sein, wenn wir ganz, ganz viel Glück haben, dass keine Partei das wirklich so richtig im Wahlkampf dann irgendwie auf einmal noch verabschieden will und dass es vielleicht versammelt wird. Aber das mag ich gar nicht laut aussprechen, diese Hoffnung. Das Problem ist, dass das, und jetzt kommen wir wieder zurück, was ich eingangs sagte, ist, das Leistungsschutzrecht ist im Urheberrecht aufgehängt. Das Urheberrecht obliegt der oder unterliegt der alleinigen Gesetzgebung durch die Bundesregierung. Es muss nicht durch den Bundesrat nochmal bestätigt werden. Es ist also ein Einspruchsgesetz. Das Parlament kann jetzt einfach entscheiden, wenn wir das durchwinken, dann ist es Gesetz, und der Bundesrat muss dann mit mindestens einer 2/3-Mehrheit Einspruch einlegen. Und dann wird es halt sehr, sehr kompliziert, und deswegen ist das,
keine Instanz, auf die wir uns verlassen können, dass dann irgendwie die Länder im Bundesrat dann noch rechtzeitig ihr Veto einlegen werden. Ja, genau, und das weltweit erste seiner Art hätten wir dann, wenn es denn tatsächlich durchkommt. Es gibt weltweit kein Leistungsschutzrecht, das so explizit und so fein und so kleine Teile bereits schützt, wie das hier in dem deutschen Leistungsschutzrecht vorgesehen ist. Es gibt zwar Leistungsschutzrechte für andere Branchen bereits, nur da ist es so, dass die Leistung, die dann zusätzlich zu einem Werk noch erbracht wird, auch isoliert betrachtet werden kann. Bei diesem Pressetext, dem fügt der Verlag ja streng genommen nichts Eigenes hinzu, sondern er publiziert es ja einfach nur auf einer Webseite. An dem Text selber ändert sich nichts. So, mal angenommen, es geht jetzt doch tatsächlich durch. Alle Bemühungen nutzen nichts und das Parlament sagt, super, alles klar, wollen wir haben. Was kommt denn da so in etwa in der Realität auf uns zu? Ich habe da mal so ein paar Szenarien zusammengestellt, die also wirklich reine Spekulation und Fantasie sind. Aber es könnte halt sein, dass die Suchmaschinen sagen, nö, wir kaufen eure Lizenzen nicht. Das hat es schon mal gegeben letztes Jahr. Da hat in Belgien auch ein Verlag versucht, gegen Google vorzugehen und hat dann irgendwie auch vor Gericht Recht bekommen. Und Google hätte, und die haben sich wahrscheinlich dann auch versprochen, dass Google dann einfach sagt, na gut, dann bezahlen wir jetzt irgendwie für die Indexierung. Und Google hat aber gesagt so, oh nein, oh jetzt, oh, das ist ein Rechtsbruch, was wir jetzt hier machen, das wollen wir natürlich nicht. Dann listen wir euch einfach aus, dann zeigen wir euch nicht mehr an. Und nicht nur die aktuellen Nachrichten, sondern wir wollen ja ganz sicher gehen, dass wir hier gar nichts falsch machen, sondern komplett auch die ganzen Archive, dieser Verlag war online über Google nicht mehr zu finden, war nicht mehr existent. Das hat, glaube ich, 3 Tage gedauert oder so. Naja, man hat sich dann irgendwie geeinigt und der Verlag ist jetzt wieder online. Die zweite Möglichkeit ist, dass vielleicht Suchmaschinen doch sagen, gut, okay, wir wollen halt diese belgische Lösung nicht für uns und wir wissen das jetzt irgendwie alle lang genug und wir wollen das in unserem Land nicht antun, dann kaufen wir halt Lizenzen. Und auch das hatte Thorsten eben schon angesprochen, Verwertungsgesellschaft schwebt so im Raum, aber ist eigentlich nicht wirklich vorgesehen. Das heißt, es gibt keine zentrale Instanz, die diese ganzen Verträge handelt, die guckt, nach welchen Kriterien wird abgerechnet. Es kann ja eigentlich nur per Klick abgerechnet werden. Wie wird das ausgeschüttet an den einzelnen Urheber? Das ist ein tierischer administrativer Aufwand, den man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann. Und auch die Kosten sind auch im Gesetzestext mit, im Erklärungstext unten, weiß kein Mensch. Also die wissen noch nicht, was soll denn so eine Lizenz kosten. Die können nicht überschlagen, was kommt denn da so rein. Und das ist nochmal so ein Indiz dafür, dass der wirtschaftliche Schaden, auf den sich Verlage so ein bisschen berufen, der ist ja bis heute überhaupt nicht nachgewiesen. Der ist ja nicht ein einziges Mal geäußert worden. Und der ist auch quantitativ überhaupt nicht zu benennen oder zu bemessen. Das ist wirklich so eine reine Vermutung, uns entgeht da wahrscheinlich ein bisschen was und deswegen müssen wir jetzt Kohle reinholen und mal gucken, wie viel wir kriegen können. Ich muss noch was trinken. So, in diesen ganzen Online-Diskussionen, es gibt ja schon seit Monaten und seit Wochen ganz intensive Diskussionen im Internet, dass es dann irgendwie heißt, ja, soll Google das doch machen? Soll die das doch machen wie in Belgien? Dann listen wir den ganzen Kram aus. Und dann brauchen die Verlage auch wieder nur 3 Tage und dann ist das ganze Ding vom Tisch. Und wir setzen uns jetzt hin, nehmen uns Popcorn und gucken zu. Ja, eine gute Idee, ne? Ja. Naja, das Problem ist, in diesen Verbänden sind halt jetzt nicht nur 3-4 Verlage oder so organisiert. Das betrifft tatsächlich 300 Tageszeitungen und 6000 Fachzeitschriften. Das heißt, wenn Google entsprechend den Verbänden komplett auslistet, wären wirklich keine Presseerzeugnisse. Und Deutschland hat einen extrem großen Medienmarkt. In unserem Alltagsgebrauch ist es wahrscheinlich gar nicht so bewusst, wie oft wir Presseerzeugnisse lesen, wenn wir online was suchen. Aber wenn die alle nicht mehr da sind, haben wir über Suchmaschinen, wenn wir jetzt Recherche betreiben, wirklich nur noch gewerbliche Angebote und öffentlich-rechtliche. Und dann wäre Schluss. Und das ist jetzt für einen einigermaßen medienaffinen Menschen, das ist vielleicht noch okay, weil der dann irgendwie sagt, naja gut, ich weiß ja, bei der Frankfurter Rundschau finde ich immer noch ganz gute Artikel, dann surfe ich das halt einzeln an. Aber jetzt Schulkinder oder vielleicht Senioren oder so, die kennen vielleicht noch 1-2 Zeitungen oder die in der Werbung ganz groß sind, wissen wir alle, wer das ist. Und dort findet dann in Zukunft die Nachrichtenmeinungsbildung statt. Und das kann eigentlich nicht in unser aller Interesse sein, dass Menschen nur noch irgendwie auf 2-3 Seiten sich ihre Nachrichten online holen.
Genau, was ich eben schon sagte, der administrative Aufwand, also selbst wenn es zu einem Lizenzhandel irgendwie kommt, auch der wäre aufgrund der dargestellten Probleme, ich muss das alles nach Klicks erfassen, ich muss es den einzelnen Urhebern zuleiten, wäre eigentlich auch nur für die Verlage wirklich zu schaffen, die das personell wirklich stemmen können und die Zeit und Geld haben, diesen Aufwand wirklich zu betreiben. So kleinere Verlage oder auch gerade so regionale Tageszeitungen, die ja eh schon recht angeschlagen sind, würden da relativ schnell den Kürzeren ziehen. Und diese Oligopolisierung des Medienmarkts, die wir in den USA ja schon so ein bisschen haben, die würde hierdurch dann auch in Deutschland einfach noch ein bisschen weiter befördern. Ein Szenario ist noch, dass vielleicht Google auslistet, ich sage mal Google, ich sage das mal repräsentative Suchmaschinen, dass Suchmaschinen die Verlagserzeugnisse auslisten. Aber dann vielleicht die Verlage kommen und sagen, naja, gerade Google als quasi Marktführer, ihr habt so eine, als quasi Monopol, ihr habt so eine Art Verpflichtung, dieses Geschäft mit den Lizenzen mit uns einzugehen, also ein Kontrahierungszwang. Wie da die Wahrscheinlichkeiten stehen, ob das funktionieren kann, können wahrscheinlich auch wieder nur Juristen beurteilen. Das können wir im Moment auch gar nicht richtig einschätzen. Und das wirtschaftliche Argument, wir haben gerade so ein Zitat gehört, vom BDI war das, glaube ich, dass das Leistungsschutzrecht auch innovationsfeindlich wirkt, das bezieht sich halt wirklich auf kleinere Start-ups oder auf jede Internetfirma, die irgendwas mit der Strukturierung von Daten und Informationen in Zukunft vorhat. Also ich glaube, was jetzt für Piraten das Urheberrecht ist, das wird für Programmierer in den nächsten Jahren die größte Herausforderung sein, wie können wir die Masse an Informationen, die im Internet sind, einigermaßen strukturiert zusammenstellen. Also genau das, was Aggregatoren mit Nachrichten heute machen. Wenn es dort eine rechtliche Unsicherheit gibt, dann würden solche Services für Deutschland oder in Deutschland wahrscheinlich nicht mehr entwickelt, sondern geht man ins Ausland. Vor ein paar Tagen oder vor ein, zwei Wochen hat Facebook angekündigt, dass sie ihre Suche noch weiter ausbauen wollen. Im Moment kann man ja nur nach Seiten oder nach Personen suchen. Wenn die jetzt auch so eine Stichwortsuche etablieren, gibt es es vielleicht überall auf der Welt, aber nicht in Deutschland, weil wir dieses Leistungsschutzrecht haben. Und das ist genau dann der Punkt, wo Deutschland sich abschottet und einfach einen ganz, ganz großen Schritt zurück macht auf dem Weltmarkt der Internetdienste und das in unserer Informationswissensgesellschaft, Internetstandort Deutschland, wäre dafür einfach wirtschaftlich extrem schädlich. Und deswegen ist auch der BDI so sehr dagegen. Gut, jetzt gibt es eine ganze Reihe Argumente dagegen und natürlich hat sich Widerstand formiert. Ich hoffe, bei euch auch schon so ein bisschen. Wenn nicht, dann gebe ich euch jetzt den Rest. Es gibt ein bisschen aufrühren hier heute noch. Es gibt schon seit längerer Zeit Informationsportale. Das eben schon erwähnte Leistungsschutzrecht.info. Dahinter steckt IGEL. Das ist ausgeschrieben die Initiative gegen ein Leistungsschutzrecht. Dort gibt es alle Informationen und vor allem ganz, ganz toll auch unter einer eigenen Rubrik Argumente, wo jedes Pro-Argument der Verlagsseite am Kontra-Argument dann von Aktivisten, Politikern oder sonstigen Experten gegenübergestellt wird. Da kann man das ganz, ganz gut nachlesen, wie jedes Pro-Argument ausgehebelt werden kann. Dann geht das Ganze natürlich auch durchs Netz und diverse Blogger, also nicht nur Niggemeier, sondern eigentlich jeder, der online was zu sagen hat, hat sich bereits dazu geäußert und auch dagegen geäußert und ganz klar gesagt, das macht aus mehreren Perspektiven überhaupt gar keinen Sinn. Kritik vom BDI und aus der Wirtschaft hatten wir gerade schon und auch sämtliche Oppositionsparteien haben sich klar dagegen positioniert. SPD war 2009 zwar ursprünglich mal dafür, aber jetzt mittlerweile dagegen, zumindest gegen den aktuellen Entwurf. Was die jetzt stattdessen vorgelegt haben vor einigen Tagen ist den Vorschlag einer Vermutungsregel. Wenn es den Verlagen darum geht, die Rechtsdurchsetzung zu erleichtern, dann lasst uns das doch genau den Schritt ermöglichen. Dann sorgen wir einfach dafür, ähnlich, ist schlecht, ist nicht wirklich vergleichbar, aber so, vielleicht kennt ihr die GEMA-Vermutungsregel und so ähnlich gibt es jetzt diese Verlagsvermutungsregel, also soll es geben nach der SPD, dass man einfach davon ausgeht, dass der Verlag das Recht hat, das Recht durchzusetzen bei Urheberrechtsverletzungen im Namen des Urhebers, weil er dieses Recht übertragen bekommen hat. Und da sind sowohl die Verleger eigentlich Sturm gelaufen, wäre zu viel gesagt, aber fanden die jetzt noch nicht so toll und auch Freischreiber, die Journalistenseite vertreten, fanden es auch nicht so spannend, einfach weil der Urheber dann aus der Diskussion komplett ausgeblendet ist. Und er kann überhaupt gar nicht mehr entscheiden, ist es auch in meinem Interesse, dass jetzt irgendwo gegen ein Leistungsschutzrecht Bruch
kann man dazu sagen, vorgegangen wird. Vielleicht sagt ihr ja, hey, super, ich bin bei River gelandet, da wollte ich immer schon mal hin. Und dann kommt der Verlag und sagt River, nee, du musst es wieder runternehmen. Findet der Journalist an sich vielleicht dann gar nicht so toll. Deswegen ist es vielleicht nicht so wahrscheinlich, dass das auch tatsächlich umgesetzt wird. Und ein Argument in dieser Debatte war dann auch tatsächlich, ja, da können wir auf Unterlassung klagen, aber nicht auf Schadensersatz. Also da ist der wirtschaftliche Faktor einfach nicht groß genug. Und deswegen wird er von Verlagen halt auch abgelehnt. Selbst innerhalb der Koalition gibt es so unterschiedliche Meinungen. Und das ist halt tatsächlich ganz, ganz spannend und das kann uns zugutekommen. Dieser Gesetzesentwurf wurde vom Bundesjustizministerium entworfen, unter der Leitung von Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Die haben wir am Montag gesehen auf dem Zeitungskongress in Berlin, dass sie selber dazu aufgerufen hat, diese E-Petition, die wir eingestellt haben, doch bitte zu unterschreiben, weil sie möchte die Diskussion im Bundestag haben. Und das fanden wir irgendwie sehr bezeichnend, weil man so das Gefühl hat, naja, also vielleicht steht sie ja gar nicht mehr so richtig dahinter, was sie gemacht hat. Das sind alles so Vermutungen, die wir haben. Jimmy Schulz, Netzpolitiker bei der FDP, ist auch ausdrücklich dagegen und hat sich da auch jederzeit dagegen ausgesprochen. Der hat auch einen eigenen Vorschlag gemacht, wie Verlage das lösen können. Und zwar wollte er diese Programmierung der Robot.txt-Datei verpflichtend einführen. Dass das nicht einfach optional ist, dass man es machen kann, sondern einfach, dass man das machen muss. Klingt soweit auch relativ vernünftig inhaltlich. Und selbst Volker Kauder von der CDU hat sich vor einigen Tagen auch schon so ein bisschen kritisch geäußert. Also das ist jetzt so, die Politiker, wenn sie anfangen, sich damit zu beschäftigen, alle komplett dahinter stehen und sagen, das ist super und die Verlage brauchen das. Das ist nicht unbedingt so gegeben. Es spaltet wirklich auch innerhalb der Koalition so ein bisschen die Lager. Dieses Bild, das ihr da seht, das ist so eine ganz, ganz kleine Twitpoll-Umfrage, die ich mal spontan gemacht habe. Die ist also wirklich alles andere als repräsentativ, weil mich einfach interessiert hat, auf wen seid ihr denn wütend in dieser Geschichte? Also geht der Vorwurf gegen die Verlage, sollen die sich einfach raushalten aus der Politik? Oder seid ihr wütend auf die Regierung, dass die sich irgendwie so einen Lobbyistenkram unterjubeln lässt? Und wie gesagt, ist nicht repräsentativ, aber das Votum war doch relativ eindeutig. Also so wie der Balken gewachsen ist an dem Tag, ging es halt doch in erster Linie gegen die Regierung. Und ihr habt das gerade schon gehört, diese ganze von Kleden-Connecte, das ist einfach kompletter Unfug, weil das sehr, sehr offensichtlich ist, dass dort ein Lobbyverband die Regierung versucht zu beeinflussen. Wie stehen die Piraten dazu? Wir waren von Anfang an dagegen. haben das auch in mehreren Pressemitteilungen immer schon zum Ausdruck gebracht. Und Bruno Kramm, unser Urheberrechtsexperte, hat sich da also recht klar auch immer positioniert und zu geäußert. Dann sollte die Ablehnung eines Leistungsschutzrechts für Presseverlager auch ins Bundesprogramm mit aufgenommen werden. Es sollte Beschluss gefasst werden in Neumünster. Der ist dann aus Zeitgründen nicht mehr drangekommen. Dann ist es wieder so ein bisschen untergegangen. Parallel kam der erste Gesetzesentwurf. Da bin ich dann in Hamburg drüber gestolpert. Und deswegen haben wir jetzt mehrere Beschlüsse auf verschiedenen Ebenen. Also wir haben in Hamburg den Beschluss, dass wir dagegen sind. Dann haben wir dort auch den Beschluss gefasst, dass wir in einem Bündnis aktiv werden und dagegen was machen. Mittlerweile ist das Ganze auf Bundesebene angehoben. Auch dort gibt es einen Beschluss, dass wir halt gegen das Leistungsschutzrecht aktiv was machen. Und wir haben quasi Mitte August angefangen, dann wirklich richtig, richtig aktiv dagegen zu arbeiten. Und zwar haben wir in diesem Schritt das allererste, was wir gemacht haben, ist, wir haben diese E-Petition eingereicht, die ich eben schon erwähnte. Die läuft noch bis zum 10. Oktober auf dem offiziellen E-Petitionsportal vom Bundestag unter der Nummer 35509. Ich habe später nochmal einen Link in der Präsentation. Ich werde das ja auch irgendwo online stellen, könnt ihr also alles noch nachlesen. Wir haben im Moment noch nicht so wahnsinnig viel damit erreicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jeder von euch, der das mitzeichnen möchte, bitte ich wirklich allerherzigst darum, zeichnet das Ding mit, leitet es weiter, erzählt allen Leuten davon, dass wir da noch ein bisschen Stimmen drauf kriegen. Das Spannende daran ist, dass es ja eigentlich eine ganz, ganz breite Phalanx an Ablehnung gibt, aber dass trotzdem relativ wenig Leute unterzeichnen. Das hat unterschiedliche Gründe. Die einen sagen irgendwie, der Begründungstext, der überzeugt mich nicht, der ist irgendwie zu sachlich. Oder das ist eine Aktion von Piraten, da haben sie irgendwie ein Problem mit. Oder das Dritte, was auch ganz viel ist, naja, es geht mich ja eigentlich nichts an, das ist eine Schlacht zwischen Verlagen und Google, da muss ich mich ja gar nicht einmischen, sollen die mal auslisten. Also genau das, was wir jetzt eigentlich schon widerlegt haben, dass das eigentlich nicht richtig sein kann. Was wir jetzt aktuell noch machen, ist, dass wir ganz gezielt an PR- und Journalistenverbände und an Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften nochmal rangehen und die nochmal auch ganz klar auffordern, dass sie innerhalb ihres Verbandes die Petition mitzeichnen
und auch, dass sie sich an ihren Abgeordneten wenden und dort auch mit einem persönlichen Anschreiben nochmal sagen, aus den und den Gründen bin ich persönlich dagegen. So ein Standard-Mail oder irgendwie so ein Twitter-Storm oder sowas, das wird ja ganz schnell mal gelöscht. Aber wenn dann individuelle E-Mails reinkommen, wo jeder nochmal seinen Protest persönlich deutlich machen kann. Dann wollen wir auch die Bundestagsfraktion nochmal anschreiben und die auch nochmal bitten, sich bitte ganz genau anzugucken, wofür sie denn da stimmen oder worüber sie beraten. Immer auch alles mit Link auf leistungsschutzrecht.info, wo alle Argumente gelistet sind. Wir mobilisieren die Netzgemeinde ganz aktiv im Moment, ganz stark zur E-Petition. Alle, die schon unterstützt haben, tausend Dank, das ist super. Wir unterstützen so weit, dass ich letzte Woche schon gesagt habe, Nina, du spamst, hör auf. Aber das meine ich. Jetzt gerade in der Produktion sind Flyer, die wir dann auch nochmal an Landesverbände, also auch an euch geben. Die könnt ihr dann zu Veranstaltungen mitnehmen oder an Infoständen irgendwie mit austeilen, wo auch der Link zur E-Petition drauf ist. Ich warte in dem Moment auf die Freigabe und dann gehen die sofort in Druck. Ich hoffe, dass sie nächste Woche da sind. Und dann haben wir für Ende Oktober im Rahmen der Urheberrechtsdialoge, die Bruno ja schon ein paar Mal sehr erfolgreich gemacht hat, wollen wir auch einen Urheberrechtsdialog zum Thema Leistungsschutzrecht machen. Und da versuchen wir natürlich auch alle prominenten Vertreter irgendwie mit an Bord zu bekommen. Da sind wir gerade noch in Gesprächen. Es ist so angedacht für Ende Oktober. Demonstrationen haben wir uns auch überlegt und wollen das so ein bisschen als Ultima Ratio nehmen. Wenn alles irgendwie nichts bringt und wenn wir irgendwie merken, der Widerstand ist irgendwie da oder es besteht ein großes Bedürfnis, irgendwie sich zu äußern, dann würden wir auch nochmal damit auf die Straße gehen. Was wir jetzt schon gemerkt haben, was wirklich ganz, ganz prima ist, als wir mit der E-Petition rausgegangen sind, hieß es zuerst, oh, das ist ja eine Piratenaktion. Und dann hat es so ein kleines Zeitfenster gegeben und dann hieß es, hey, aber es ist für die Sache. Und lass uns das alle mit unterstützen. Und wir haben ganz tolle Unterstützung bekommen durch die berühmtesten Multiplikatoren, die wir online haben, von Sascha Lobo, von Mario Sixtus und sogar von Thomas Knüver, der gerne viele Sachen in der Luft zerreißt. Also da bin ich eigentlich besonders stolz drauf, dass er sagt, komm, echt Schwamm drüber, bitte alle mitzeichnen, ist eine wichtige Geschichte. Wir haben auch Unterstützung bekommen von SPD-Menschen, die es weitergeleitet haben, von Vertretern der Linke, die haben es in ihrem Blog aufgenommen und selbst auf Grün Digital hat Malte Spitz das auch erwähnt und dazu aufgerufen, das zu unterzeichnen. Und das macht mich echt total froh, weil das wirklich zeigt, wir können auch außerhalb von Lagern in solchen Sachen weiterhin gut auch mit anderen zusammenarbeiten. Fazit. Wir haben jetzt eine ganze Menge irgendwie drüber gesprochen. Ich habe hier jetzt nochmal so ein bisschen zusammengefasst, was sind eigentlich genau die Argumente aus den verschiedenen Perspektiven, die gegen das Leistungsschutzrecht sprechen. Wie eben schon erwähnt, der Autor, der Journalist an sich, ist bereits geschützt durch das Urheberrechtsgesetz. Der konkrete Paragraph dazu ist Paragraph 49. Dort ist auch von Vergütung die Regel. Also dass es das Leistungsschutzrecht braucht, um halt den Urheber angemessen zu vergüten, ist damit ausgehebelt. Durch diesen Schutz dieser kleinsten Teile davon, dieses Metall auf Metall, was ich eben erläuterte, wird sogar das Leistungsschutzrecht höher gewertet als das Urheberrecht. Weil das Urheberrecht schützt nur die Verwendung von ganzen Werken, das Leistungsschutzrecht aber auch von kleinen einzelnen Teilen. Suchmaschine ist nicht definiert, hatten wir gerade schon besprochen. Die Rechtsunsicherheit, die damit verbunden ist, betrifft jeden, der regelmäßig im Internet publiziert, weil man sich natürlich auch als Blogger fragen muss, wie oft oder wie muss ich bloggen, um kein Verlag zu sein? Sind wir nicht alle irgendwie eine Art von Verlag, wenn wir regelmäßig publizieren? Und werden wir dann auch von Google ausgelistet, so ganz präventiv, weil wir könnten ja Ansprüche gegen sie geltend machen? Also, dass Blogger komplett ausgenommen sind, mag im Gesetzentwurf so sein, aber in der Praxis führt es trotzdem für ganz, ganz viele Menschen zur Unsicherheit. Also, bestes Beispiel ist, glaube ich, Carta. Kennt ihr Carta? Carta.info, ganz, ganz tolle Webseite mit vielen politischen Inhalten, ganz toll zu lesen, auch nur relativ kurze Texte. Das ist schon sehr verlagsähnlich und ich möchte nicht, dass Carta bei Google rausfliegt für Kinder und Jugendliche. Wenn wir einmal so einen Gesetzesentwurf haben, dann bietet er natürlich immer die Möglichkeit, dass man ihn später so ein bisschen durch die Hintertür dann auch nochmal ausweitet und vielleicht ganz explizit dann auch nochmal gegen Blogger vorgeht. Es gibt noch eine ganz interessante Rechtsprechung aus dem Jahr 2003, das sogenannte Paperboy-Urteil, das explizit auch nochmal 2010 bestätigt wurde, dass Suchmaschinen nämlich eben keine Leistung einfach so übernehmen, sondern sich nur mit dem Willen der Anbieter, ganz wichtiger Einschub, öffentlich zugängliche Inhalte auffindbar machen. Also genau das, was wir eben gesagt haben, die Suchmaschinen klauen ja nicht etwas, was nicht sowieso schon da wäre.
Den technischen Aspekt mit der Robert.txt-Datei hatte ich auch eben schon erklärt. Es gibt die Möglichkeiten, sich jetzt schon davor zu schützen. Wenn ein Leistungsschutzrecht kommt und Suchmaschinen tatsächlich auslisten würden, würde das so ein bisschen eingreifen in diese ganze freie Vernetzungsstruktur, die wir im Internet haben. Oder generell, allein durch das Gesetz wird es schon angegriffen, weil dadurch einfach unterbunden wird, dass jeder einfach verlinken, teilen und weiterverweisen kann, wie er möchte. Und das ist ja genau das, worum es im Internet geht. Und so ein Leistungsschutzrecht würde das Internet, zumindest in Deutschland, zum Teil echt kaputt machen. Das fand ich auch ganz interessant, das habe ich gelesen. Suchmaschinen können gar nicht sich richtig verhalten, eben weil dieser Crawler, der ja automatisch die Webseiten durchsucht, das macht ja kein Mensch, weil die gar nicht wissen können, was ist ein Verlagserzeugnis und was nicht. Die durchsuchen einfach Webseiten. Und das ist genau das Ding. Da wird dann erstmal gelistet und hinterher wird dann irgendwie wieder ausgelistet und Unterlassungserklärung und Lizenzforderung und wie gesagt Administration und Rechtsunsicherheit bis zum geht nicht mehr. Und natürlich Internetstandort Deutschland. Wir werden hier in Deutschland dann wahrscheinlich im Bereich Informationsstrukturierung ganz, ganz viele Innovationshemmnisse haben. Ja, das ist die Überleitung zu dem wirtschaftlichen Aspekt. Hatte ich gerade schon gesagt, es gibt überhaupt gar keine Analyse, keine Zahlen, die vorgelegt worden sind, dass die Verlage sagen können, wir brauchen das aufgrund von Zahlen XY. Wenn es die irgendwann mal gibt, gerne her damit, dann haben wir eine neue Diskussionsbasis. Es verbessert die Urhebersituation nicht. Es ist zwar vorgesehen, dass Urheber angemessen an den Lizenzeinkünften beteiligt worden sind, aber wie das aussieht, in welcher Höhe, man weiß noch nicht, was reinkommt. Es gibt keine Verwertungsgesellschaft, dieser ganze Rattenschwanz, keiner weiß, wohin das alles führt. Wirtschaftliche Weiterentwicklung wird behindert oder zum Teil einfach auch verhindert. Administrativer Aufwand, Oligopolisierung hatte ich erwähnt, ja, und natürlich diese Lobbygeschichte. Ja, die einfach wirklich nicht von der Hand zu weisen ist, egal wie sehr sie sich auch wehren, es ist relativ offensichtlich. Ganz kurz, es gibt weder eine wirtschaftliche, noch eine rechtliche, noch eine technische Notwendigkeit für dieses Gesetz. Und es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum es das geben sollte. Es führt zu keiner Verbesserung, sondern im Gegensatz zu ganz viel Verschlechterung, zu ganz, ganz viel Kollateralschäden. Deswegen nochmal die Bitte, zeigert unsere Petition mit. Und informiert euch auf leistungsschutzrecht.info, falls ihr jetzt irgendwas noch nicht mitbekommen, irgendwas fehlt oder euch weiter reinlesen wollt. Ja, das war's von mir. Vielen Dank. Und wenn ihr Fragen habt, dann jetzt. Tschüss. Kannst du ja. Da? Sehe ich eine Wortmeldung? Also ich hätte jetzt Olaf, hatte sich als allererster schon bei mir gemeldet. Ja. Das haben ja draußen schon ein bisschen angerissen. Wem nutzt denn das Ganze, beziehungsweise schadet das Ganze, wenn das wirklich so passieren würde, und schadet das wirklich den großen Suchmaschinenbetreibern, wenn es kommen würde, oder würde es ihnen vielleicht sogar nutzen? Ich denke, im Vergleich der Suchmaschinenbetreiber könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass es den Großen recht egal ist, weil sie können sich das leisten, können das verwalten und organisieren. Aber einem kleinen neuen Suchmaschinenbetreiber, der was Neues machen wollte, dem würde es schaden. Den Großen, naja, sie müssen dafür was bezahlen, aber die haben in der Regel das Geld, um das zu leisten. Genau. Ja. Weiter, ja. Ist ein interessanter Hinweis, weil tatsächlich sagt die große Suchmaschine natürlich, naja, ist uns relativ egal. Deswegen sind die auch nicht so verhandlungsbereit, weil die brauchen die Verlage nicht so, wie die Verlage die Suchmaschine brauchen. Die ja, also es gibt ja diese Zahl von 100.000 Klicks irgendwie pro Minute, die aber weltweit ist. Die würde ich jetzt für Deutschland irgendwie ungern verwenden wollen. Ja. Was noch ein interessanter Aspekt bei dieser Geschichte ist, dadurch, dass halt kleinere Suchmaschinen daran gehindert werden, vielleicht irgendwie neue Angebote zu entwickeln, dadurch wird dieses Quasi-Monopol ja dann nur noch gefestigt. Genau. Und dann kann ja gar keine Konkurrenz entstehen. Ja. Ja. Also ich würde vielleicht noch kurz ergänzen wollen, wenn man sich das, was im Internet passiert, genau anschaut, dann ist das, womit sich Geld machen lässt, das, was Google letztendlich macht, Dinge zu sortieren, Dinge zusammenzubringen. Diese ganzen Informationswust wird ja immer mehr, und da zum Beispiel als Anbieter, das ist der Markt der Zukunft. Dinge wirklich zu aggregieren, Dinge zusammenzufügen, Dinge in Kontext zu bringen. Und was sagt der BDI ja auch ganz deutlich, dass das Hemmnis sein wird, so etwas überhaupt noch zu veranstalten. Und das ist ja eigentlich der Markt der Zukunft. So. Fredo.
Fredo? Ja, also, dass das ein völlig unausgegorenes Gesetz ist, technisch schlecht gemacht, das ist das eine. Ganz spannend finde ich, wenn wir nochmal darüber sprechen, was jetzt denn eigentlich die Intention ist. Denn die vorgebrachte Intention kann es nicht sein, das wird so nicht funktionieren. Was ich allerdings ganz anders bewerten muss, ist dein Szenario, was passiert denn, wenn das Gesetz morgen in Kraft geht und plötzlich Google alle vom Index ausschließt. Ich mache jetzt seit 7-8 Jahren Suchmaschinenoptimierung und viele Unternehmen zahlen vernünftiges Geld dafür, dass sie irgendwie dort gelistet sind. Das hat für den ganz hohen Stellenwert. Wenn die da alle rausfliegen, passieren zwei Dinge. Die Macht von den großen Suchmaschinen, die wird gebrochen, meiner Ansicht nach. Das ist nicht so. Ich gebe sogar dem Olaf recht. Die überleben sowas besser als kleinere oder innovativere. Aber erstmal ist es so, dass Google ein Unternehmen ist, wo bis heute keiner die Algorithmen genau kennt. Es gibt gefestigte Vermutungen. Ja, es ist ein Unternehmen, was jederzeit, wenn es das möchte, auch Dinge stärker gewichten könnte. Es würde doch Folgendes entstehen, dass eben sehr viele plötzlich wieder das leisten, was früher ein Journalist geleistet hat. Nämlich die Bewertung von Fakten zu sagen, das finde ich spannender als anderes. Und zwar nicht nur aufgrund der Zahl der Klicks oder wie oft man es penetriert oder wie oft ein Suchwort da drin gefunden wird, sondern es würde eigentlich wieder das passieren, dass man sagt, ich fand den Artikel dazu sehr gut und ich weiß nicht, vielleicht ist das ja, vielleicht bin ich dafür inzwischen schon zu alt, aber dieses Szenario, die Rentner und die Schulkinder wissen gar nicht mehr, wie sie recherchieren. Also es gab eine Zeit vor dem Internet, da hat auch der eine gesagt, ich stehe eher diesem Redakteur dieser Zeitung nahe, ich abonniere die Rundschau, der andere hat lieber die FAZ und die fassen für mich die Dinge so zusammen, wie ich meine Welt wahrnehmen will. Und das ist einer der großen Zukunftsmärkte auch für viele kleine Blogger. Also ich finde dieses ganze Szenario nicht schlimm. Was nochmal ganz klar gesagt werden muss, wir verfolgen im Moment gerade das gleiche Ziel wie Google, was diese Geschichte angeht. Das heißt nicht, dass grundsätzliche sagen, wir wollen Google beschützen oder wir treten hier für Googles Interessen ein. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig, das festzuhalten. Das ist jetzt eine zufällige Überschneidung von einem Interessensgebiet. Klar, natürlich hatten wir auch eine Zeit vor dem Internet. Der Punkt ist, dass wir heute die technischen Möglichkeiten haben, um die gesamte Informations-, Wissens- und Bildungsbreite darzustellen und verfügbar zu machen. Das hatten wir vor 50 Jahren nicht. Und natürlich war das nicht schlecht, auch da war alles okay. Aber heute haben wir die Möglichkeiten. Und jetzt kommt ein wirtschaftlicher Riegel, der uns daran hindern soll, das zu nutzen. Und das ist eigentlich die Kritik daran, weil wir würden eigentlich das Potenzial, das ist der Spruch von Einstein, dass man so und so viel Potenzial seines Gehirns nicht nutzt, wir würden das Potenzial des Internets mit seinem Wissensangebot dann einfach nicht mehr vollumfänglich nutzen. Und wir wären das einzige Land auf der Welt. Ja, aber kleine Snippets sind doch jetzt nicht das Wichtigste in der Welt in der Informationszusammenstellung. Gibst du mir nicht recht, dass damit viel mehr Raum wäre für Leute, die Inhalte wieder sinnvoll zusammenstellen und in den Kontext bringen? Das gibt's ja auch. Das schließt sich ja nicht aus. Das gibt's ja auch. Also sowas, ja, was Leute jetzt auf ihren Blogs machen mit so einer Linkschau oder einer Linkliste, das ist ja ausgenommen, weil das nicht algorithmisch maschinell zusammengesucht wird, sondern redaktionelle Auswahl stattfindet. Ja. Deswegen ist Wikipedia zum Beispiel auch nicht betroffen. Was eigentlich und der Markt würde doch steigen, wenn die großen Suchmaschinen den Markt verlieren. Genau, dieser Markt würde steigen. Ist das nicht gut? Man weiß halt nicht genau, in welche Richtung sich das entwickelt. Es kann sein, dass zum Beispiel hier ein ganz, ganz großer Markt wegbricht, der einen Markt, den du beschreibst, aber nur so klein anwächst. Und du gehst ja dann davon aus, dass das, was Suchmaschinen machen, dass das dann vielleicht andere Leute oder Blogger manuell erledigen. Aber die können ja in der Vielfalt des Netzes, in der ganzen Breite, gar nicht alles das erfassen, was eine Suchmaschine macht. Nein, das ist nicht, Menschen, aber dafür spezialisieren sie sich dann. Aber ich will nicht die ganze Zeit genau. Ja, ich finde, dass du das gerade nochmal erläutern, warum Wikipedia nicht betroffen ist. Weil dort eine redaktionelle Auswahl stattfindet. Das heißt, Wikipedia durchsucht nicht es gibt die Webseite eine Rednerliste. Und zieht die Links unten automatisch rein, sondern dort findet eine Redaktion statt, um zu sagen, welche Links passen dazu am besten. Es wird nicht maschinell verlinkt, sondern die redaktionelle Auswahl getroffen. Ich finde gerade kein besseres Wort für redaktionelle Auswahl. Eine manuelle, händische Auswahl. Also das Redaktionsteam entscheidet, welche Links unten als Querverweise gesetzt werden. So. Also finde ich gut. Darf ich da vielleicht auch eine ganz kurze Anmerkung zu machen? Also wenn ich jetzt mein Verhalten mal sehe, wie ich jetzt zum Beispiel hergehe und auf Nachrichten aufmerksam werde, dann ist das zum Beispiel ein soziales, durch die Social Medias, in denen ich bin. Und da habe ich ja letztendlich auch eine Vorauswahl, wenn ich sehe, dass ein Zeitungsartikel 3-4 Mal von den Leuten, denen ich Vertrauen schenke, gelistet worden ist, dann wird das für mich, die Relevanz wird größer.
Und das, ich bin ja auch einer von denjenigen, der irgendwo mal auf Google News auf einen Artikel aufmerksam wird, den vielleicht andere nicht gefunden haben. Und so bringe ich das ins Spiel. Und so sind die Eigenschaften halt jetzt schon da, dass man eben so eine redaktionelle Vorauswahl über die sozialen Medien hat. Ich finde nicht, dass sich das beißt mit Google. Ich finde nicht, dass sich das jetzt auch mit irgendwelchen anderen Aggregatoren irgendwie beißt. Das ist ja nur ein Auffinden der Nachrichten. Und selbst gut, wenn du dann, selbst wenn du dann 3-4 Blogger kennst, die halt diese redaktionelle Auswahl treffen und dir Links empfehlen, dann hast du ja auch wieder eine Vorfilterung. Weil ein Mensch filtert ja auch in dem Moment. Bitte? So. Du willst das. Ich möchte aber ganz kurz nämlich nochmal dran gehen. Wir machen nicht zu viel Zwiegespräche und wir haben eine Rednerliste. Wir melden uns. Und ich muss jetzt als nächstes erstmal Knut das Wort geben. Das klingt gequält. Ja, weil ich hier so viele Sachen durcheinander gerade. Das wollte ich. Nein. Gebe also, Knut gerne das Wort, möchte ich natürlich sagen. Ich denke mir, wir sollten erstmal grundsätzlich uns mal reinziehen, was denn eigentlich Qualitätsjournalismus ist. Die Qualität in diesem Journalismus, der dieses Leistungsschutzrecht haben möchte, liegt in dem Wort Qualität. Journalismus. Ansonsten wissen wir Piraten doch ziemlich genau, welchen Stuss diese Leute schreiben. Im Prinzip Propaganda und heiße Luft versucht man uns auch noch zu verkaufen. So, und ich möchte aus diesem Grunde mal ein Modell vorstellen, welches auf einem Symposium von einem amerikanischen Medienunternehmer mal vorgetragen worden ist, welcher sowohl einen Internetauftritt hat, allgemein zugänglich, Fall für jedermann, eine entsprechende Printausgabe hinzu gibt es hierzu ebenfalls, die aber relativ teuer ist und sich nur an diese Kultur richtet von Leuten, Amerikanern, die sich es leisten können, eine Printausgabe, ich sag mal, sich ins Büro zu legen, aber dann halt auch, ich sag mal, diese Printausgabe wirklich als, ich sag mal, etwas Besonderes zu sehen. Gleichzeitig die Qualität dadurch zu erreichen, dass die allgemeinen Artikel durch Fachartikel immer weiter runtergebrochen werden können und man sozusagen in einer Art Newsletter sozusagen diese wirklich teilweise sehr, sehr fachspezifischen Informationen dann abonnieren kann. Und das ist wohl ein Ding, was relativ gut funktioniert. Natürlich ist das eine Geschichte, A, er sagt selber, ich bewege mich in dem Zwischenraum zwischen Republikanern und Demokraten, so dass ich in erster Linie an Bildungsbürger und ich schreibe natürlich nur noch für eine relativ kleine Klientel, aber das ist sozusagen die Marktnische. Und bei diesen irrsinnig vielen Zeitungsverlagen ist es dann ganz klar, dass dort eine gewisse Auswahl stattfindet. Entweder findet jeder sein Plätzchen oder man geht unter. Und ich denke mir, das, was ich eben beschrieben habe, das ist die Zukunft des Journalismus und alles Zusätzliche sozusagen ist Sterbehilfe, Lebensverdeckung. Christian, darf ich da vielleicht... Thorsten natürlich erst, wenn er... Ein kleines... Also, du hast zwar gesagt, dass du das alles scheiße findest, was die Journalisten... Ich möchte nochmal ganz deutlich betonen, wenn ich jetzt mich hier hinstelle und gegen das Leistungsschutzrecht argumentiere ich nicht gegen die Zeitungen. Ich will, dass Zeitungen existieren und das ist mir ein Anliegen, dass diese existieren. Und über Qualität, die Qualitätsjournalismus, was du ja auch angeprangert hast, das definieren die Zeitungen erstmal selbst. Wenn die sagen, das ist Qualitätsjournalismus, dann muss man halt feststellen, was für eine Qualität das ist. So, Punkt. Da kann man nicht gegen argumentieren. Das sind Presseerzeugnisse, die, ob da jetzt barbusige Damen irgendwie abgebildet werden und die das als Qualität bezeichnen oder ob das jetzt irgendwelche geistigen Ergüsse von dem Herrn Schiermacher sind, das ist vollkommen wurscht, wenn die das als Qualität bezeichnen. Das ist so ein Egalbegriff. Das ist so ein Hohlbegriff, den kann ich irgendwo hinwerfen und dann kann ich sagen, ja, das ist ein Qualitätsluft, atme ich ein. Super. Das ist, also darum, das muss man sich halt immer... Wird unheimlich viel in der Presse, werden Begriffe gesetzt, die wir dann übernehmen und die letztendlich im Prinzip nur hohle Phrasen sind. Ganz deutlich möchte ich machen,
Es geht mir und den Piraten, das sage ich jetzt wirklich ging es nie darum, den Zeitungsverlagen ihre Existenz abtrünnig zu machen. Es ging nie darum, und ich möchte diesen Kampf, das würde ich jetzt auch vielleicht mal über den Stream beispielsweise gerne auch mal diesen Zeitungsmenschen sagen, es geht nicht gegen die Zeitungsverlage. Es geht darum, dass wir glauben, dass das, was sie hier versuchen, falsch ist. Und dass sie das entweder jetzt oder später selbst erkennen werden. Ja, ich halte es für letztendlich diese Erkenntnis vielleicht, die wird kommen. Da bin ich fest von überzeugt. Genauso wie ich fest daran glaube, dass irgendwann mal Deutschland ohne Open Data überhaupt nicht mehr funktionieren wird. Dass die Politiker von heute es einfach noch nicht verstehen. Und das wird kommen, so wie sicher wie das Amen in der Kirche. So. Teil unserer Petition ist auch, dass wir nicht nur das Leistungsschutzrecht eigentlich ersatzlos ablehnen, sondern stattdessen eigentlich die Regierung auffordern, sich um eine Reform des Urheberrechts zu kümmern. Weil uns geht es ja darum, dass wir den Urheber stärken wollen in seiner Rolle gegenüber den Verwertergesellschaften zum Beispiel. Ja, aber ganz klar, hierzu muss man sagen, jemand zu sagen, ich sag mal, Verlagshäuser aufrechtzuerhalten und im Prinzip ihnen, ich sag mal, der Markt gibt nicht das her, was die Verlagshäuser sozusagen da reinstecken oder reingesteckt haben. Jedenfalls so stellen sie es dar. Ob das stimmt oder nicht, ist mal die andere Geschichte. Aber Fakt ist, zu sagen, ich möchte ja, dass es viele Zeitungen gibt, aber im Endeffekt darf nun niemand dafür zahlen wollen, das setzt die, ich sag mal, freien Journalisten im Prinzip noch mehr unter Druck. Und ich finde, es ist ehrlicher zu sagen, der Markt ist überfüllt mit Zeitungen, es werden einige sterben und die Besten werden überleben. So. Wollt ihr dazu noch was sagen? Würde mir jetzt noch viel einfallen, aber bevor es wirklich ausufert, da war glaube ich noch eine Christian ist Ausmeldung. Zu den Einkommensquellen von Redaktionen, ist es tatsächlich so, dass man mit Nachrichten oftmals nicht mehr so das Geld verdienen online nicht mehr so das Geld verdienen kann. Die Online-Umsätze, die kommen durch Apps, die kostenpflichtig sind, oder durch Beteiligung an anderen Online-Unternehmen. Also das ist tatsächlich ein Argument, aber es ist trotzdem immer noch kein Argument für ein Leistungsschutzrecht, weil da muss man sich halt überlegen, wie kann ich denn meine Inhalte monetarisieren? Und da gibt es bisher noch keine richtig guten Ansätze für. Christian, du bist dran. Ja, ich habe jetzt drei Punkte eigentlich. Zum einen vielleicht direkt im Anschluss an Knut. Ich finde jede Argumentation mit der Qualität von Journalismus hochgradig gefährlich, weil man sich in dem Moment eine Inhaltebewertung zum Argument macht. Ich will jede journalistische Scheiße, ich will sogar die Bild-Zeitung bis hinten gegen schützen. Und zwar nicht, weil sie Scheiße schreibt, das tut sie dauernd, sondern weil sie ein Moment freier Meinungsäußerung ist. Und ich darf mir keine Qualitätsbewertung zu eigen machen als Argument für rechtliche Regelungen wie hier, die etwas ganz anderes betreffen, die nämlich die Verwertung, die Distribution von Inhalten betreffen. Ja. Die Distribution von Scheiße muss ganz genauso frei gelassen werden wie die Distribution von Qualitätsjournalismus. Also von Stellen, der das das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich bin gegen das Gesetz, weil... Also unter anderem, also ich bin ein Stück weit bei Fredo, dass ich irgendwie nicht sicher bin, ob das Gesetz wirklich sehr viel schaden würde. Aber an sich solche Dinge zu regeln, schadet. Also wir brauchen einfach da nicht noch eine Kontrollebene. Ja, und deswegen ist das Gesetz unabhängig von einem Kalkül, was tatsächlich nicht zu treffen ist, ob es am Ende was nützt oder schadet, ist das Gesetz erstmal abzulehnen, weil es nur irgendwelche willkürlichen oder interessegeleiteten Grenzen einzieht. Ob wir diese Interessen teilen oder nicht, finde ich dafür auch ein Stück weit irrelevant. Das Gesetz könnte aber noch auf eine ganz andere Weise interessante Folgen zeitigen, die habe ich jetzt in deiner Zukunftsprojektion leider nicht vorgefunden, vielleicht weil du auch nicht so dran gedacht hast. Ich höre zu, ja. Ich kann beides. Okay. Mich stört das mal sehr, wenn jemand auf sein Display guckt. Die ich nicht berücksichtigt habe? Warte mal, das ist fertig. Mich stört das einfach total. Sag mal, es stört ihn. Sorry, ich finde das kommunikativ einfach nicht so blöd. Es gibt zwei Entwicklungen, die denkbar sind, wenn Google nicht mehr
frei suchen kann. Das eine ist, was wir jetzt schon haben, dass Journalismus, Verlagsarbeit in App-Formate verlagert wird. Damit wird durch so ein Leistungsschutzgesetz möglicherweise die Position von einer Firma wie Apple gestärkt, die nämlich die Zeitungen als Vertragspartner von den großen Verlagen vertreibt und die mit der Süddeutschen und mit der Bild-Zeitung für ihre Apps einen Suchvertrag aushandeln kann, und dann ist Google auf einmal nämlich wieder der Gute, was es im Moment nicht ist, finde ich, weil sie für die letzte neutrale Suche stehen. Ja? Das heißt, auf einmal wird die Inhalteerschließungsfunktion Teil des Verlags, also viel näher gebunden an die Verlagsökonomie als jetzt Google. Google ist eine Konkurrenz zu den Verlagen und das wollen wir uns bewahren. Da können wir im Moment dankbar für sein, dass wir da quasi zwei große Fronten gegeneinander haben. Und die Möglichkeit sehe ich, weil das sowieso gerade eine Verlagsentwicklung ist mit den Apps. Die zweite Sache, die auch einen Vorteil, also das wäre jetzt ein Gegenargument, quasi einen Vorteil für Google oder sowas, denkbar wäre, wenn das Netz weiterhin offen bleibt und sich nicht die ganzen Zeitungen dann nur noch in Apps verlagern, wäre, dass Google einfach mit einer semantischen Wandlung von Snippets anfängt. Ich meine, wenn Siri heute klare Sprache verstehen kann, dann ist es doch kein Problem, aus der Überschrift von einem Text den Satz zu machen, die Süddeutsche Zeitung meldet heute, dass der Bundestag sich über das Leistungsschutzgesetz unterhält, und darunter einen Link zu legen. Ja? Das kann ich mit gängiger Technik längst automatisiert, kann ich einen Satz so weit umwandeln, dass er normal verständlich ist, dass er keinem komisch vorkommt, dass er aber keine wörtliche Abbildung mehr ist. Und das können aber zunächst mal nur die großen Player. Ja? Und insofern sehe ich das Leistungsschutzgesetz, das könnte interessante Wandlungen, eine dauernde semantische Suche, wäre sehr interessant, auf einmal wird das gesamte... Die Suchmaschinen sind dann nämlich nicht mehr das, was sie jetzt sind, Suchmaschinen, die nur aggregieren, sondern sie würden quasi automatisch redigieren. Das wäre technisch erstmal sicherlich spannend, aber ich glaube, das ist verheerend wäre. Aus welchem Grund genau? Ja, weil es die Macht bei den Großen, ja, weil so eine Leistung einfach den ganzen Inhalt, den die täglich crawlen, auch noch semantisch umzusetzen. Das können nur die ganz Großen leisten und alle anderen sind noch weiter abgehängt. Also vielleicht mal dazu, wenn man hergehen würde, das Szenario von semantischen Suchen hergehen, in der Semantik steckt ja auch Einordnung, Kategorisierung, dahinter steckt ja letztendlich eine künstliche Intelligenz. Gerade in dem Bereich sind die kleinen, feinen, neuen Unternehmen vielleicht wesentlich innovativer als beispielsweise Google, der ja auch einen riesen Apparat dahinter hat, der ja auch immer starrer wird. Da kann Google noch so nett und noch so toll sein und ein total tolles Management haben. Google kann nicht von jetzt auf gleich einfach irgendwo etwas umstellen. Eine kleine Firma kann das. Und ich habe mit solchen Firmen schon zusammengearbeitet, die solche Suchalgorithmen entwickeln. Nein, das ist missverstanden. Es geht nicht um Suche, es geht um Wandlung. Ja. Es geht daran, dass du das sagst, du tippst Leistungsschutzrecht ein. Ja. Am Tag, nachdem das irgendwo im Bundestag besprochen worden ist, und Google schmeißt dir 100.000 Stichworte raus, davon sind die ersten 500 Zeitungsschlagzeilen vom aktuellen Tag. Dass diese 500 Fundstellen, keine davon mehr wörtlich die gefundene Zeitungsüberschrift wiedergibt, sondern jede indirekte Rede macht. Und du glaubst, Google könnte das von jetzt auf gleich? Ja, kannst du. Ja. Aber wenn die ein halbes Jahr haben, Siri kann das längst. Ja, okay. Siri kann das. Wenn Google muss nur die Algorithmen einmal ordentlich aufsetzen auf die Maschinen, dann können die das. Dann haben wir wieder genau das, was wir eben hatten. Damit stärken wir ja wieder die Machtposition eines Quasi-Monopolisten. Genau. Wenn das durch ein Gesetz gestützt wird, dass unter diesem neuen Gesetz nur noch eine große Suchmaschine operieren kann, dann kann auch das eigentlich nicht im Sinn des Erfinders sein. Mhm. Und was du eben sagtest, mit Nachrichtenangebote in Apps irgendwie nur noch zur Verfügung zu stellen, die kostenpflichtig sind, das wäre ein Geschäftsmodell. Und ich glaube, dagegen sträuben wir uns auch gar nicht. Und im Moment ist es bisher nicht durchsetzbar gewesen. Ich erinnere nochmal an dieses Zitat, wenn es irgendwo Freibier gibt, dann kann man daneben einen Kalbierstand irgendwie aufmachen.
das haben die Verlage natürlich versäumt, sich da irgendwie in eine Allianz zusammenzuschließen und sagen, wir machen das jetzt einfach so. In ein paar osteuropäischen Ländern gibt es jetzt diese Modelle, aber die haben natürlich auch einen kleineren Medienmarkt. Aber das wäre dann ja eine Möglichkeit, die genau in die Richtung geht. Es gibt noch ein ganz anderes Szenario, nämlich dass bisher so vernachlässigte Suchmaschinen, wie halt Yahoo oder Bing, vielleicht genau das als ihre Chance sehen und sagen, Google verhandelt nicht über Lizenzen, aber wir tun's. Und jetzt sind diese ganzen Nachrichten bei uns und wir sind wieder ganz, ganz vorne da und Google stürzt neben uns in den Keller. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber das ist auch noch ein drittes Szenario, was es auch noch geben kann, weil von denen hört man im Moment nichts dazu. Ich hatte die mal angefragt zu einem Interview, aber wurde nicht gewährt. Google hat es gemacht, die anderen nicht. Wer weiß, was das heißt. Interessant, was alles noch kommen kann. Also ich bin natürlich, meine Glaskugel ist jetzt auch noch trübe. Also ich denke nur halt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel an solche Sachen wie semantischen Aufarbeitung gebe, ich finde solche, was du sagtest mit Leistungsschutz, ich finde dann die ganzen Texte, es muss nicht mal das Wort drin stehen, das ist, okay, sagen wir es mal so, ich redigiere, was ich eben gerade gesagt habe und ich würde sagen, ich traue das Google durchaus zu, dass sie das schaffen können. So, Boris. Ja, also. Ganz kurz noch vorweg zu dieser Sache, ob sie das können oder nicht. Ich denke einfach, die ganz großen Major Player, die haben A, genügend Geld, um sich das Know-how zu kaufen, sprich Programmierer zu kaufen. Und sie haben die Programmierer schon, um das zu machen. Sie könnten das, wenn sie wollten, von jetzt auf nachher, vielleicht nicht über Nacht, aber sie könnten es in einer angemessenen Zeitfrist auf alle Fälle schaffen. Sie machen es nicht, weil es nicht gefordert wird. Sobald es gefordert wird, werden sie es tun. Dann direkt zu Fredo, was er gemeint hatte, dass wenn Google nicht mehr so stark wäre, würden sich die kleineren Systeme irgendwie fangen und dann hätte man, würde man da die Nachrichten bekommen, die man haben möchte. Wage ich einfach zu bezweifeln, weil da gibt es zwei Dinge, die einfach dagegen stehen. Der erste Punkt ist einfach die Faulheit der Masse. Also alle, die wir hier da sitzen, wir sind medienkompetent, wir kennen Google, wir kennen alle anderen, wir kennen alle anderen Kleinen. Wir wissen, wie wir was im Internet suchen wollen, wir wissen, wo wir gucken können, wir sind schlau genug, wir haben es gelernt, über den Tellerrand zu blicken. Die große Masse an Personen müssen wir dahin bringen und ich bezweifle es, dass sie es wollen. Und in dem Moment würden wir sie ausgrenzen und der meistgesuchte Google-Begriff, und so doof es echt klingt, ist Google. Weil die Leute im Firefox oben einfach Google tippen. Was passiert? Es wird eine Google-Suche gemacht und Google googelt sich selber. Das ist der meistgesuchte Google-Begriff. Ja? Also mit der, ich sag mal, Faulheit, manche würden sagen Dummheit der Masse, müssen wir einfach rechnen. Und wer irgendwie mit größeren Leuten, Massen irgendwie was für Leute gemacht hat, der weiß das, dass die Leute das einfach haben wollen, ohne nachzudenken und sehr unkritisch sind. Und den Punkt, den Fredo angesprochen hat, der würde funktionieren für kleinere Peergroups, für Filterbubbles. Man wäre nachher auch in seiner Filterbubble, man würde die Suchmaschine und die Suchmaschine benutzen und wäre dann eingeschlossen in seinem Ding. Und das haben wir auch auf Twitter. Das heißt, wir haben unsere Follower, wir haben unsere Leute, mit denen wir uns unterhalten. Das ist alles sehr kompakt, das ist auf unsere Themen eingeschlossen. Wir würden uns einschließen. Es würden Bubbles entstehen und das wäre eigentlich nicht gut. Wir haben die Möglichkeit, Google anonym zu benutzen. Das sind andere Suchergebnisse, wie wir sie haben, wenn wir als Google Plus User das Ding benutzen. Wir müssen an die Leute denken, die nicht die Medienkompetenz haben, die wir haben, als Piraten, als denkende, diskutierende Masse, sage ich jetzt mal. Und der zweite Punkt ist, was die Verlege angeht und so, was ich auch schon seit mehreren Wochen und Monaten predige, ist, Verlage sind so per se nicht auf irgendwelche Sachen gemünzt, dass sie versuchen jetzt irgendwas durchzudrücken, das ist ganz klar, das ist ihr Ding, sie wollen Geld verdienen und genau das ist das Punkt, sie haben keine Agenda, sie versuchen immer irgendwie Geld zu verdienen und Hauptsache nachher kommt Geld raus. Sprich, das beste Beispiel, was wir gesagt haben, wir möchten auch Scheiße haben. Ja, wir möchten Scheiße haben. Ja, wir treten für die Bild ein, die auch keine Zeitung ist. Sie ist am Boulevardblatt, die darf sich nicht mehr Zeitung nennen. Aber in dem Moment, wo die Masse der Bildleser plötzlich die Artikel von dir haben würde, wollen würde, ja,
bin ich mir zu 200% sicher, dass die Bild von heute auf morgen, die können das, ich habe für den Axel Springer Verlag gearbeitet, die Bild könnte von jetzt hier, wir haben 21.02 Uhr, entschließen, wir möchten ein Blatt rausbringen, 200 Seiten, gut recherchierte Artikel. Sie würden das Ding morgen um 6 Uhr am Kiosk haben. 100%. Sie haben das Geld, Sie haben die Möglichkeit, das zu tun. Nur, Sie haben nicht die Leser dafür. Da müssen wir doch irgendwo die Leute hinbringen, dass wir sagen, denkt nach, guckt, was ihr haben wollt und entscheidet dann. Entscheidet mit eurem Geldbeutel, indem ihr irgendetwas kauft, online, offline, wie auch immer, oder eben nicht kauft. Ehrgeiziges Ziel, was du da hast. Also, ich hätte natürlich auch gerne eine Assistent. Das ist der Piratenleitspruch. Haben wir noch einen Rechner? Hanno ist dran, ja. Genau, das schließt im Prinzip genau an die Meldung an. Also die Frage ist ja, wie bekämpfen wir einen Gesetzesentwurf ohne die Unterstützung der großen Verlage, beziehungsweise noch stärker, wobei wir wissen, dass die dagegen sind. Also wir müssen ja irgendwie jetzt die Öffentlichkeit eben erreichen und offensichtlich ist Pressemitteilung nicht das Mittel der Wahl, weil die werden sie einfach nicht drucken, sondern meine Hoffnung lag immer so ein bisschen oder liegt immer so ein bisschen bei den Öffentlich-Rechtlichen, nur die scheinen sich irgendwie für dieses Thema nicht zu interessieren. Ja, da muss man eben wissen, dass die Öffentlich-Rechtlichen, vielleicht eine kurze Information, Mitglied in der Content-Allianz sind und die Content-Allianz sich pro Leistungsschutzrecht ausgesprochen hat. Und das ist auch ein Zusammenschluss aus Medien, Verlagen und. Okay, also da kann man sich halt. Umso schlimmer. Also im Prinzip die offene Frage. Wie erreichen wir die Leute ohne die Unterstützung der Medien? Also die Medienunterstützung, die gibt schon ganz gut, weil einzelne Journalisten ja auch sich dagegen klar positionieren. Es gibt, ja, als Blogger jetzt zum Beispiel, als verlagsähnlicher Blogger ja schon fast. Er ist Journalist. Auch, aber der schreibt das... In seinem Blog. Das dann, genau, ja, das meine ich. Nee, aber zum Beispiel gab es eine ganz tolle Rede von Wolfgang Blau, Chefredakteur von der Online-Ausgabe von der Zeit, von Zeit.de. Der hat neulich bei einem Kongress der Grünen eine ganz tolle Rede gehalten, wo es genau um das Thema ging. Sucht euch eure eigenen Modelle und versucht da selber rauszukommen, aber ruft jetzt nicht nach dem Gesetzgeber, weil das ist nicht sein Job. Also genau unsere These. Es gibt seitens der Journalisten also schon Gegenwehr, es gibt innerhalb der Koalition und auch in den Ausschüssen Unsicherheit. Also wen wir erreichen müssen, sind die Parlamentarier, weil die entscheiden über das Gesetz. Wenn das jetzt nicht durchkommt, sind wir relativ sicher, dass es dann nicht wieder aufs Tapet kommt, weil wir haben hoffentlich einen Regierungswechsel und hoffentlich wird es dann nicht nochmal irgendwie in der gleichen oder in ähnlicher Form eingebracht. Das sind so die, klar, es ist alles Malerei. Davon gehen ein paar von uns im Moment aus. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch diesen Aufruf, nicht nur Petitionen, sondern auch wendet euch an euren Abgeordneten. Schreibt den Briefe und sagt denen, wir wollen das nicht aus Gründen ABC. Aber auch zum Glück sind die Piraten nicht die einzigen, die sich dagegen wehren und an die Parlamentarier herantreten. Es gibt noch ganz, ganz viele andere NGOs und halt auch andere Parteien, die sich dagegen aussprechen. Da sind wir ein Rad in diesem großen Zahnradgetriebe, das die Maschine angeworfen hat und dagegen arbeitet. Zum Teil öffentlich, zum Teil auch hinter den Kulissen. Also wir versuchen halt auch immer möglichst darauf hin, oder zumindest auch den anderen Parteien so eine Art Handreichung zu machen, überwindet doch mal diesen verdammten Parteienproporz und lasst uns wegen solchen Sachen mal einen Schulterschluss machen und zusammenkommen. Es gibt jetzt gerade bezüglich der Petition, die von Bruno initiiert worden ist, natürlich böses Blut bei dem einen, das ist eine Piratenaktion. Ach, herrje, ist es halt eben, wie gesagt, von jemandem, die Grünen haben auch schon mal eine Petition und dann haben wir die unterschrieben, wenn sie halt vernünftig ist. Man sollte halt eben, und das ist halt eben etwas, was beispielsweise auch mich prägt, zum Beispiel in der Piratenpartei zu sein, ich will vernünftig Politik machen und ich will nicht diesen Parteienproporz, das kotzt mich auch, das ist auch ein Teil dieser Politikverdrossenheit, die mich zu den Piraten getrieben hat, es kotzt mich an, es geht nicht mehr um Vernunft, es geht auch nicht mehr um sachgetriebene Lösungen für eine bessere Gesellschaft, sondern es geht nur noch darum, wie kriege ich Macht. Und das nervt halt. Und das ist halt eben so etwas, wie wir den Leuten auch. Also wir kriegen hier in Frankfurt auf Demonstrationen zum Beispiel es hin, dass die Grüne Jugend zumindest und die Linken sich mit uns zusammen hinter ein Projekt stellen und dass wir Demonstrationen machen können. Und dann ist es erstmal egal, es
gibt jetzt auch bei Occupy, wo wir dann halt eben zusammengearbeitet haben, die Idee, dass wir dann eben zum Beispiel keine Parteiabzeichen in die Luft hängen, sondern wir machen dort mit, weil es um die Sache geht. Und das sind so Sachen, wo ich dann sagen würde, wir hatten letztes Jahr eine Demonstration zum Beispiel, es sind zwar ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es waren immerhin viel Presse da, die Demonstration vor der Buchmesse. Könnten wir jetzt auch nochmal drüber nachdenken, hier in der Runde, ob wir sowas organisieren wollen. Dieses Jahr ist ja auch wieder Buchmesse, ob wir da auch wieder hergehen sollen und uns da gegen das Leistungsschutzrecht auslassen oder nicht. Das ist auf jeden Fall medial auch. Wie schade wäre das in dem Fall, wo wirklich eine einheitliche Meinung besteht, dass alle Parteien irgendwie dagegen sind und jetzt kriegen wir uns untereinander nicht organisiert. Also der Axel Springer Verlag, der lacht sich ja tot. Klassische deutsche Politik. Ja, das kann eigentlich sein. Roman, ist der Nächste in der Liste. Hallo. Weil ich gerade Mecker bekommen habe, will ich kurz was zum Verfahren sagen. Ich finde die Rednerliste sehr gut. Ich würde aber trotzdem darum bitten, so die eine oder andere Nachfrage zuzulassen. Einerseits, weil wenn ich jetzt nachgefragt hätte und gewartet hätte, bis ich drankomme, das hätte ungefähr eine Viertelstunde gedauert. Niemand weiß mehr, was es ist. Zweitens, das eine oder andere Stirnrunzeln, das ich hier auf den Gesichtern sehe, könnte man vielleicht auch mal verbal ausdrücken. Dann ist es auch nicht so eine Punkt-zu-Punkt-Diskussion wie bei Ryanair. Und dann hatte ich jetzt tatsächlich nochmal die Nachfrage. Wie ist das jetzt mit, Asche auf mein Haupt, ich bin ein bisschen zu spät gekommen, ich konnte nicht anders. Wie ist das jetzt genau mit Wikipedia? Also wenn ich als Blogger diese Linkliste selber anlege, dann habe ich kein Problem mit, also wenn da sozusagen händische Arbeit dahinter steht. Würde ich jetzt als Nicht-Jurist, so wie ich das alles verstanden habe, mal sagen. Okay, und warum ist es dann schlecht für die kleinen Blogger? Bitte, warum ist es? Warum ist das Leistungsschutzrecht dann schlecht für die kleinen Blogger? Weil es die großen fördert und die kleinen nicht? Nee, es ist schlecht für kleine Verlage erstmal. Und für Blogger kann es insofern noch riskant werden, weil Google eventuell sagen könnte, wir wissen ja nicht genau oder unser Crawler weiß nicht, was ist ein Verlagsangebot und was ist ein privater Blog. Das heißt, wenn Sie ganz, ganz sicher gehen wollen, dann listen Sie vielleicht mehr aus, als Sie tatsächlich müssen. Weil man ja auch als Blogger jetzt schon sagen kann, ich publiziere regelmäßig verschiedene Gastbeiträge in einer Publikation, ich nenne mich jetzt Verlag und dann fordere ich auch Lizenzgebühren ein. Und dafür will sich ja vielleicht auch die Suchmaschine schützen. Weiß man nicht. Redo? Also zu dem letzten Punkt, das lässt sich juristisch ganz einfach lösen. Wenn ich Blogger bin, stelle ich Google von allen Ansprüchen frei, die sollen mich bitte gerne zitieren. Mein Logo.cxt sieht genauso aus. Da steht dann eben kein Follow-No-Index und aus dem Haus. Ich wollte zwei Sachen noch zum Roman vis-à-vis sagen. Katrin, stößt du meinen Roman an? Boris. Ah, genau. Ich dachte, die heißen beide Roman, weil die heißen sie beide Boris. Und zwar das erste zu dem Thema meiner Bubble. Ja, ich lebe in einer eigenen Bubble. Ich möchte diese eigene Bubble. Ich möchte vorselektierte Informationen, weil mich sonst die Flut erschlägt. Aber ich widerspreche, damit schotten wir uns nicht ab. Denn meine persönliche Bubble überschneidet sich jetzt mit seiner, wenn er mein Follower ist. Und eine Kette von 3-4 Leuten bringt mich wahrscheinlich in den entlegensten Teil der Welt. Also das sehe ich nicht so. Das ist eher tatsächlich ein Zeichen von Selbststrukturierung, also wenn du so willst, Schwarmintelligenz. Das Zweite, du meintest, wir müssen ja irgendwie an die ganzen ungebildeten Menschen denken, die nicht die Medienkompetenz haben, wie jetzt vielleicht wir hier im Raum. Tja, das ist erstmal eine ganz spannende Aussage. Also die meisten dieser Leute nutzen neben Google dann auch noch vielleicht die Startseite von ihrem Webbrowser oder was auch immer, ja, von ihrem Webmail-Programm. Tatsächlich haben auch da viele die Startseite, ja. Und was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass diese Leute, denen du eh schon die Medienkompetenz absprichst, jetzt plötzlich die, ich nehme jetzt mal wieder Google, die Einträge von Google sehen, die nach den Algorithmen, die ich vorhin beschrieben habe, einfach da mal zusammengestellt sind. Und derjenige, der die Möglichkeit hat, einfach seine Suchworte bis zum Exzess manchmal sinnlos zu penetrieren, die Algorithmen werden immer schlauer, aber das war noch bis vor kurzer Zeit so, penetriere mal ordentlich in einem halbblickslesenden Kontext dieses Suchwort, die sehe ich vorne. Das ist ja nun nicht das, was ich jemandem zumuten möchte, der gerade wenig Medienkompetenz hat. Also das sehe ich auch nicht. Und ich wäre jetzt soweit zu sagen, ich bin gegen das neue Gesetz, weil ich grundsätzlich gegen eine Reglementierung bin. Das, aber ehe ich mich final, und vielleicht ist das noch das Entscheidende, was ich die ganze Zeit im Bauch habe, für die eine oder andere von den Garten spanne,
dafür oder dagegen. Ich frage mich bei grundsätzlich solchen Sachen, gerade auch wie das hier wieder gelaufen ist. Ihr habt so ein bisschen verschwörungstheoretisch stehst mit dem, das kann auch mal Zufall sein, aber mal eben auch nicht. Aber trotzdem, wie das auch gelaufen ist und auch mein Bauchgefühl will mir sagen, die haben da irgendwie Panik gekriegt, da saßen ein paar, die haben gesagt, hier unsere Zahlen, ja, dann wurde das angestoßen und jetzt ist dieses Schwungrad im Laufen und wie sinnlos das jetzt weiterläuft, merken wir, ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ich frage mich immer, cui bono, wem nützt es? Und ich würde gerne darüber sprechen, wem nützt eigentlich, was versprechen sich jetzt wirklich die Verlage davon, wenn ihr mal meine Schwungradtheorie außer Acht lasst, dass die alle das einfach nur weitertreiben, weil es mal angestoßen wurde. Wem nützt es wirklich? Was haben die davon? Das sehe ich nicht und deswegen kann ich mich schwer dafür oder dagegen positionieren, weil das das eigentliche ist, was mich interessiert. Neben Geld ist vielleicht auch Macht noch ein wichtiger Faktor. Einfluss. Wenn ich vielleicht mal ganz kurz, vielleicht mal drauf hin, also wirklich eine, ich habe jetzt noch dieses Buch, von dem der Negemeyer da halt eben geredet hatte. Und es ist halt eben wirklich eine Aussage dort von den beteiligten Verlagen, ist zum Beispiel, sie haben kaum noch Möglichkeiten, damit Geld zu bekommen. Das Allerwichtigste für die ist es, mit ihren Erzeugnissen im Urheberrecht zu stehen, um den Anfang zu haben für das, was beispielsweise wirklich noch kommt. Also sie haben jetzt als ihre Ziele, die sie ganz am Anfang haben, mit der Hamburger Erklärung, wie ich das jetzt auch sagte, komplett zurückgeschraubt. Sie haben auch gesehen, dass dazu aktuell wahrscheinlich das Klima in Deutschland nicht richtig gut ist. Aber was sie halt eben wirklich alle betonen, ist, wir möchten ins Urheberrecht, wir möchten in den dritten Korb, möchten wir ein Wort drin haben, dass das Leistungsschutzrecht erstmal hat, weil an der Arbeit von Google ist nämlich ganz grundsätzlich nichts zu beanstanden. Das heißt, sie haben überhaupt keine Möglichkeit, das, was Google macht, irgendwie überhaupt zu kontrollieren, außer sie würden irgendwann mal in dieses Urheberrecht reinkommen mit dem Leistungsschutzrecht. Aber das sind Aussagen, dass man muss schauen, das große Problem ist natürlich auch, wir sprechen hier von Gesetzen, die es im Prinzip noch gar nicht gibt und noch, es ist bis jetzt noch kein Gesetz aus dem Bundestag rausgekommen, wie es reingekommen ist. Also sitzen wir jetzt auch noch da, unsere Glaskugel ist nach wie vor überall trübe und wir haben dieses Leistungsschutzrecht eigentlich noch nicht gesehen, weil es noch kein Gesetz ist. Es ist erstmal irgendwie eine Idee da und wie es dann am Ende umgesetzt wird, ist für das ganz anderes. Knut ist dran. Der Christian hat vorhin angesprochen, dass man Text oder Sätze umbauen sollte, damit sie zitierfähig sind. Aber gleichzeitig hat er vorhin angesprochen, dass selbst der Link im Prinzip schon zu viel Content enthält. Insofern würde das doch gar nichts bringen, oder? Weil darauf seid ihr in der Antwort auf ihn gar nicht eingegangen. Ach so. Ja, weil ein Umschreiben ist ja nicht mehr das originale Presseerzeugnis. Also der Schutz betrifft ja nur die Überschrift, so wie sie auf der Verlagsseite erscheint. Wenn Google das Ganze jetzt umschreibt, dann wäre tatsächlich dieser kleinste Teil in der Überschrift dann sozusagen eine eigene Leistung. Könnte man vielleicht so werten. Wobei immer die Frage ist, weil da steckt ja kein Mensch hinter, sondern dann vielleicht ein Algorithmus. Was ist dann da irgendwie die Leistung? Soweit sind wir auch in der Rechtsprechung noch nicht mit der Technik hinterher zu kommen. Und es bleibt ja auch immer noch das Snippet unten dran. Aber es hebelt die Eintrittsvorteile aus und den Link kannst du kaschieren oder einkürzen. Peter. Also was er sagte, war jetzt wirklich ein bisschen noch eine Entscheidung, entscheidendes Merkmal. Also es war Skip Bitly, das heißt, wir haben die ganze Link-Problematik, die wurde jetzt ein bisschen künstlich nach oben gebracht. Ich finde es allerdings relativ uninteressant, weil ein Link lässt sich verkürzen und es gibt ja dieses Sorter, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, bei Twitter sind die ja gang und gäbe, da erkennst du natürlich auch nicht mehr, wo er überherkommt, wohin es geht. Also das muss man einfach mal kurz dazu sagen. Da sieht man aber halt eben auch, wie die Diskussion geführt wird. Man hat halt eben wirklich dort Leute, die einen Anspruch haben, die aber von der Technik relativ, meines Erachtens nach, wenn ich jetzt auch die letzten Jahre gesehen habe in dieser Diskussion, relativ wenig Ahnung von der Materie haben. Ist halt so. Es gibt natürlich Leute dort auch, das sollte man nicht unterschätzen, aber im Großen haben die, wenn sich jetzt da Buddha hinstellt und irgendwelche großen Statements von sich gibt, was ist in der Suchmaschine? Der lässt seinen Computer anmachen. Das muss man sich aber vorstellen. Wahrscheinlich macht er den nicht aus, sondern schmeißt ihn weg und lässt den nächsten Tag einen neuen entstellen. Ja, das muss man sich mal ganz klar vor Augen führen. Ich weiß es nicht, war jetzt ein bisschen Spaß übertrieben, aber Übertreibung macht einen schon. So,
Ganz kurz noch, bevor wir weitermachen. Also wir kommen bald in den Zeitpunkt, wo ich dann auch die Rednerliste schließen werde. Oder was ist die Fragenliste, weil wir dann zeitlich sonst zu nah an 10 Uhr rankommen. Also versucht ein bisschen noch zu straffen. Peter ist dran. Ja, mir kam mal so ein vielleicht wilder Gedanke im Hintergrund, wohin das führt, wenn das so zu tragen käme. Das halte ich für ganz, ganz gefährlich. Wenn ich zum Beispiel im Vorstand von Google säße, würde ich sagen, na gut, belgische Lösung ist auch eine feine Sache, aber wir bauen das mal, diesen String so um, wie der Christian das mal so vorgeschlagen hat. Es lässt sich fein programmieren, sodass es keine Grundlage für LSG für die Verlage gibt. Und dann verlangen wir aber selber für allen anderen und von den Verlagen auf der Basis von diesem Gesetz, wenn es so käme, verlangen wir selber Kohle. Also das zieht Kreise, das ist ja ganz, ganz heiße Kiste, das Ganze. Das ist nur ein Szenario, ich habe noch fünf im Kopf, alle. Spielt keine Rolle, man kann noch das mal, oder zum Beispiel, man kann sagen, gut, fein, wir leiten das Ganze nach Schweden oder nach Polen. Wenn das in Deutschland nur Gültigkeit hat, dann wird diese ganze Indexierung und Arbeit im Ausland stattfinden und zurückkommen nochmal ins Ding. Bitte sehr. Ja. Also es gibt ja tausend Möglichkeiten. Ich will jetzt da keine Zeit mehr nehmen. Und es gibt auch ganz gefährliche Möglichkeiten. Ja, also ich finde, um das nochmal zu unterstreichen, ganz wichtig, dass der Einfluss, den die bekommen, die Verlage, die Zeitungsverlage bekommen, schwächt die Urheber im Endeffekt, weil momentan ein Urheber die Rechte an seinen Texten hat, die dem Verlag geben muss in den momentanen Geschäftsstrukturen, und jetzt bekommen diese Verlage noch mehr Einfluss und werden durch dieses Gesetz gestärkt, und wenn einer gestärkt wird, wird ein anderer schwächer. Einfach in der Logik. Also das ist das eine, was ich sagen würde. Das andere ist, was ich extrem skurril finde, ist eine Unterscheidung nach automatisch und händisch. Jetzt, du hattest schon Schwarmintelligenz erwähnt. Was ist das dann? Ist das dann händisch, automatisch, händisch? Wenn ich jetzt als Programmierer mir einen Algorithmus ausdenke, den ich mir händisch ausgedacht habe, ist der dann ein automatischer, händischer Algorithmus oder was? Also an der Stelle hakt es schon, und ich sag mal so, in der Firma, bei der ich vorher mal gearbeitet habe, haben wir Sachen, die durchaus Maschinen machen können, auch in Indien machen lassen, weil die das noch viel schöner und viel schneller gemacht haben. Und ich sag mal, wenn wir Menschen suchen lassen, dann ist das kein Algorithmus mehr, müssen wir rumhalten ein paar mehr. Ja, also die Unterscheidung, ob das jetzt eine Maschine zusammenstellt oder ein Mensch zusammenstellt, halte ich für totalen Quatsch. So eine Linkliste, ja, weil das ist auch der Linkliste nicht anzusehen. Die kann ich genauso gut erzeugt haben. Ja. Neben Sepp, ich habe mal seinen Namen leider noch vergessen. Da ist es schon ein bisschen her, aber... Ja, niemand. Ne? Also ich wollte nochmal sagen, also ein Verlagsprodukt, also ein Verlagsprodukt kann man selbstverständlich kennzeichnen, zum Beispiel über die Robot.txt, ob es keins ist oder eins, also das kann man bestimmt so machen. Und ja, das wollte ich als Beitrag nochmal geben. Gut, Alex. Eine Frage zurück an die Techniker, kann man das? Also ich wüsste nicht. Was? Das genauso wie wenn man wenn man es reinschreibt, könnte man es auch auslesen. Solange es nicht drin steht, steht es nicht drin. Man kann Bilder haben oder man kann ja, dann kann man auch sagen, kann man auch im Dateiformat machen, das ist ein redaktionelles Produkt, ja. Und damit ist es das ist auf jeden Fall geklärt, Doc-Dokumente, XLS-Dokumente, und genauso kann man auch im Dateiformat machen. Oder man könnte sich einfach auch als, wenn man bei Google gelistet werden will, sich einfach bei Google anmelden. Also wir als Piratenwetter, ich habe sehr lange Presse-R gemacht, und wir haben immer das große Problem. Wenn wir jetzt beispielsweise eine Pressemitteilung bei uns veröffentlichen, da schreiben wir Pressemitteilung dran. Google veröffentlicht das nicht. Ja? Aber wenn ich jetzt sagen würde, also ich möchte mich gerne anmelden bei Google und so weiter, und wenn die so etwas ermöglichen würden, das wäre doch toll.
Und man sagt so, ja, damit haben wir dann eben beispielsweise, wenn Sie auch noch eine faire AGB dahinter schreiben, so weiter, warum nicht? Dann müssten die Presseverlage sich da anmelden, um dort gelistet zu sein. Und bezahlen. Auch eine faire, bezahlen geht es überhaupt nicht. Es wird nur darum gehen, so, ich mache Presse, ich will in eurem Presseaggregator gelistet werden. Fertig. Ich melde mich da an, fertig. Das fände ich eine tolle Regel. Und das könnte man wahrscheinlich, ich melde mich an und Google sagt dann, wie relevant das ist. Das können die sich ja selber ausdenken. Das ist mir ja auch scheißegal. So wichtig ist, dass ich mich überhaupt da anmelde. Zurzeit macht Google das so ein bisschen, glaube ich, Pi mal Auge. Keine Ahnung. Alex. Und auf das Kennzeichenwunsch wollte ich ja auch zurück. Fredo hat ja gesagt, dass er im Prinzip den Google ja freistellen würde und sagen könnte, okay, von mir aus können Sie alles veröffentlichen, was ich habe. Aber ich habe ja irgendwo gelesen, dass das Leistungsrecht, dadurch, dass es ja auch kleinste Teile abdeckt, quasi viral ist. Das heißt, Fredo übernimmt eine ganz kurze Passage oder vielleicht auch nur den Titel von irgendeinem Presseerzeugnis und automatisch ist sein Text auch schon geschützt. Das heißt, wenn jemand den Text kopiert, weiß er nicht, welcher Teil übernommen wurde. Ich habe das jetzt nur einmal gelesen. Ich hatte ja, aber Zeit, die Haftung liegt ja bei mir als Blogger, nicht bei Google. Keine Chancen, das zu verifizieren. Deswegen wollte ich mal fragen, wie das dann aussieht. Weil dann könnte ja Google sein. Es ist juristisch so geregelt, wenn du keinen kommerziellen Blog betreibst. Wobei dann natürlich die Grenzen fließend sind, wenn du da irgendwelche Ads drauf hast. Dann darfst du auch deine Köpfe nehmen. Nee, was ich meine ist, er ist jetzt ein kommerzieller Blogger oder auch nicht, also macht es kommerziell und stellt Google frei und sagt, Google kann das ja machen, aber er zitiert irgendwo die Süddeutsche. Dann muss die Süddeutsche aber gegen mich klagen erstmal, nicht gegen Google. Nein, du hast die Kette nachweisbar. Das ist okay. Das kann ja durchaus sein. Ja, dann kann ich Google aber nicht erlauben, wenn ich ein Abkommen mit der Süddeutschen habe. Nein, aber das ist doch alles Käse, weil angeblich, also ich habe es mal bei den ganzen Diskussionen, haben sie alle gesagt, wenn du als Blogger sowas zitierst, dann bist du total fein. Und dann ist es ist einfach so, ich habe selber einen Blog und habe mich da auch mal erkundet, schlau gemacht. Ich darf zitieren. Okay, du bist da fein raus. Google zitiert dich. Google zitiert somit ein Presseerzeugnis. Also die Situation ist die, lassen wir mal die Situation Blogger raus, weil Blogger offensichtlich vielleicht hier exkludiert werden. Ich bin hier ein kleiner gewerblicher Anbieter von Inhalten, sagen wir mal. Ich habe eine Seite und ich sage, Google darf das. In dem Moment, wo ich jetzt aber externe Inhalte, die geschützt sind, nutze, ich könnte ja auch Musikstücke abspielen, ja, haben die erstmal alle gegen mich eine Klagebefugnis und Google würde nur sagen, wir haben es von da übernommen, wir konnten nicht sehen, dass es Drittinhalt war und das wäre auch nachweisbar. Ja. Insofern wäre das überhaupt kein Problem. Okay, dann nehme ich aber das andere Beispiel. Es ist eben ein Blogger, der hat etwas zitiert. Er darf das, aber Google darf das ja nicht. Doch, ja. In dem Fall, Google darf das in dem Fall schon. Es geht ja um die Aggregierung dieser Nachrichten. Also sie wollen ja nicht mal beim Leistungsschutzrecht, dass Google praktisch ganz viele Nachrichten aggregiert, zu einem Thema komplex zusammenfasst auf einer Google News Seite, wie eine Zeitung zusammenstellt. Das ist das, was die nicht wollen. Was sie wollen, was kein Problem darstellt, ist, wenn du einfach irgendwie nach einem Begriff suchst und dann kommt der Blog dann mit irgendeinem Link zu einem Ding, weil der verlinkt ja auch nicht auf das Zeitungserzeugnis, also er leitet nicht auf die Zeitung, sondern der Google-Ding leitet auf den Blog. Und dann ist erst dort auf dem Blog der Link, wo dann weitergeht. Es ist gar kein Link, es ist ein Snippet. Es ist einfach ein Text, den er übernommen hat. Das ist völlig wumm. Der Text verliert seinen Schutz. Das heißt, der Text, ich zitiere 80%, der verliert seinen Schutz. Google übernimmt. Verliert also die Zeitung den Schutz des Textes, wenn der Text von einem Blogger übernommen wird? Nein, das ist genau was ich sage. Wenn eine bestimmte Menge, es geht bestimmt auch um ein Zitat, ja, um den kompletten Text. Ich zitiere 100%. Google nimmt dazu den Snippet, der auch ein 100% Zitat aus der Süddeutschen ist. Also, du darfst denn nicht als Blogger, darfst du von vornherein ja keine 100%igen. Ich glaube, damit werden sich die... Das ist genau das, was wir auch nicht aufrufen. Der eine diskutiert mit den Juristen und der nächste sagt, oh Gott, ich weiß es nicht, ich zitiere lieber gar nichts mehr. Genau. Das also wir werden vielleicht noch erleben, dass das Justizministerium den Haushalt des Verteidigungsministers sprengt, wenn wir solche Gesetze weitermachen. Weil vielleicht wird es dann keine Amtsgerichte, sondern Urheberrechtsgerichte geben. Oh, dann haben wir Spaß. Wir haben jetzt den Fall gehabt, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Perlentaucher, sagt euch das was? Ja. Es gab jetzt hier in Frankfurt,
das ist schon etwas länger her, es gab in Frankfurt halt eben einen Prozess der Süddeutschen gegen Perlentaucher, in dem man wirklich über Zitate beurteilt wurde. Und das erstinstanzlich wurde Perlentaucher untersagt, diese Zitate zu verwenden, und die mussten dann die ganzen Verfahren tragen. Und das ging dann so weit, dass das bis zum Bundesverwaltungsgericht gegangen ist. Und die haben dann gesagt, so, halte mal, wir müssen, jedes Zitat muss auf, letztendlich auf eine urheberrechtliche Größe, ja, wenn ich das nicht mehr zitiere, sondern die ganzen Passagen abbringe, dann muss jeweils im Einzelfall geprüft werden, ob ich hier eine Urheberrechtsverletzung gibt oder ob das Zitatrecht stattfindet. Also, das heißt, was das Bundesverwaltungsgericht gesagt hat, ist im Prinzip, liebe Juristen, reibt euch die Hände, ihr werdet bald viel zu tun bekommen. Ja, weil jedes Mal, wenn jetzt eine Zeitung hergeht und ein Blogger irgendwie abmahnt oder hier, ihr habt gegen das Urheberrecht verstoßen, dann muss letztendlich gerichtlich geklärt werden, ob das ein Urheberrechtsverstoß ist oder ob das ein Zitat ist. So sagt es das Bundesverwaltungsgericht. Und das ist letztendlich auch in der Leistungsschutzrecht-Debatte brandaktuell. Und das wird dann halt eben dazu führen, dass wir, ich glaube, irgendwann mal amerikanische Verhältnisse bekommen. Und das Leistungsschutzrecht führt halt dazu, dass viel, viel mehr Unsicherheit in den ganzen, dieses ganze Wirrwarr reinkommt. Ich meine, es führt dazu, dass ganz viele Blogger, ganz viele Zeitungen abmahnen, weil die von denen zitiert haben. Oder so, genau. Ich ziehe es jetzt demnächst zurück, ich würde jetzt ganz gerne mal da drauf. Ja, dann kannst du jetzt auch direkt. Das kann ich direkt, ja. Weil eigentlich wollte ich auch auf ihn mich referieren. Ich hatte die ganze Zeit mir überlegt, was reden wir hier eigentlich überhaupt, was wird hier geredet und vor allen Dingen, was ist die Hidden Agenda dieser Verlage, weil nach dem, was ich hier so mitbekommen habe, bringt es ja eigentlich gar nicht. Abgesehen davon, dass du jetzt sagst, die haben vielleicht Macht dazu. Ich habe überlegt, wie kann ich mich da positionieren? Ich glaube, ich könnte sagen, ja, ich bin gegen das, ich bin gegen dieses Gesetz und kann auch diese Petition unterschreiben. Allerdings mit dieser Einschränkung, dass ich es ganz wichtig finde, nicht nur gegen dieses Gesetz zu etwas zu tun, sondern auch das parallel zu sehen mit dieser Modifizierung des Urheberrechts. Bis dahin, wo ich auch mir überlegt habe, auch nach den Gesprächen, die hier stattgefunden haben, ja auch so nach dem Motto, was macht es eigentlich was, wenn dieses Leistungsschutzrechtgesetz in Kraft tritt oder nicht. Und ich mir auch die Hypothese gestellt habe, möglicherweise könnte ja auch das Inkrafttreten, das wäre jetzt eine Diskussionsgrundlage, das Inkrafttreten dieses Leistungsschutzrechts vielleicht die Modifizierung des Urheberrechts beschleunigen. So leid mir das tut. Das ist provokativ, ich weiß. Es wird es auf jeden Fall, weil Teil des also ja. Da werden wir nicht drum rumkommen. Ja gut, aber dann ist auch die Frage, lassen wir es denn nicht? Wir wollen es ja, wir wollen ja die Modifizierung, also so. Was heißt wir? Ich bin keine Piratin. Also, das Urheberrecht... Aber sagen wir mal so, da kann ich, bin ich Sympathisantin, das finde ich auch ganz wichtig. Man muss halt immer sagen, dass das Urheberrecht, selbst für Universitätsprofessoren, die Juristen, die Jura studiert haben oder jetzt auch Jura lehren, nicht mehr verstehbar ist. Man muss halt sagen, das Urheberrecht, das war vielleicht vor 20 Jahren wirklich noch für jedermann klar, ja, ich möchte natürlich als Urheber geschützt sein, meine Werke, die sollen nicht veräußerbar sein, ich möchte überall mitreden können. Heutzutage ist das nicht mehr so. Heutzutage muss man wirklich schon wirklich Spezialist sein, auch als Jurist. Ich bin kein Jurist, aber ich habe es mir sagen lassen von jemandem, der es weiß, dass man das Urheberrecht heute als normalsterblicher Mensch eigentlich im Prinzip überhaupt nicht mehr verstehen kann. Wahrscheinlich ist es einfacher, die Relativitätstheorie zu verstehen, als das Urheberrecht. Ich weiß es nicht. Übertreibung macht anschaulich. Aber ich glaube, das ist halt eben auch ein ganz großes Problem. Und wir haben zum Beispiel ja jetzt mit unserem Urheberrechtsdialog und Piraten halt eben wieder angefangen zu sagen, wir müssen wieder dahin kommen, dass das Urheberrecht das wird, was es eigentlich mal gedacht war, nämlich ein Recht für den Urheber. Und es ist zurzeit halt immer mehr ein Recht für den Verwerter, für denjenigen, der die Rechte an etwas hat. Naja gut, da übrigens... das ist nicht mehr der Urheber. Ja, ja, klar. Ja. Also wie gesagt, ich kann mich dann da anschließen, wobei ich auch sagen würde, es ist ganz wichtig, wenn man das auch weiterleitet, kurz und präzise zu erklären, was es ist und was die Argumente sind. Also 30 Folien sind ein bisschen zu hektisch, ja, ne? Also, finde ich. Ja. Aber ich wollte auch noch ein konkretes Beispiel, das hat jetzt nichts was mit dem Pressezeugnis zu tun, sondern mit diesem also Leistungsschutzrecht.
was ich ja so verstanden habe, dass das bedeutet, wirklich die Presseerzeugnisse, also die Verlage. Was ich nämlich spannend fand, dass die gute Harry Potter Autorin ja die Rechte an ihrem Verlag nur für das Buch gegeben hat, aber nicht für die Online, nicht für das E-Book und Online-Schaltung, dass sie das selber verwaltet und sozusagen, ich glaube, 2,5 Millionen Leute das heruntergeladen haben. Also das, wo ich dann schon sage, das finde ich dann auch ganz spannend. Ich versuche gerade jetzt nochmal die Logik da zu bringen. Was heißt das eigentlich in dem Kontext von Leistungsschutzrecht und Urheberrecht, wenn sowas passiert? Wie ist das so? Wie wird das von euch da eingeschätzt? Also was du jetzt sagst, ist so all in one hand. Das ist ein Musik, in der Musik ist das ein Begriff. Und es gibt einige Künstler, vor allen Dingen natürlich die, die sich leisten können, Björk zum Beispiel, Madonna, die im Prinzip sich selbst vermarkten. Die haben keinen Verlag, weil sie es nicht brauchen. Also im Prinzip können sie sich leisten, die haben natürlich einen Verlag, aber das ist ihr Verlag, das gehört ihr, das ist ihre Firma. Ja, die anderen müssen halt Verträge machen, wo sie dann sagen so, ja, ihr kriegt 100.000 Euro, ja, und dafür liefert mal eine Platte ab und was die Platte einspielt, ja, kriegt er halt einen Euro pro Platte. Ja, das ist letztendlich, das sind solche Verträge, die, wie sie in der Musik gemacht werden. Das ist all, wie gesagt, Beispiel jetzt für Musik wäre dann dieses All in One Hand, zum Beispiel Björk, jemand, der die sagt, wo sie auftritt, wo sie Bock zu hat, sie sagt, sie hat alles, was dort über den Ladentisch geht, ist ihre Firma. Das Einzige, was sie jetzt benutzt hier in Deutschland zum Beispiel, sind Distributionen. Das sind im Prinzip so Leute, die CDs dann in die Läden bringen. Aber das ist wirklich der kleinste Teil, da bleibt dann auch relativ wenig Geld hängen. Das müsste man halt eben mal sagen, was dieses All-in-One-Hand bedeutet. Für Zeitungsverlege ist das relativ uninteressant, würde ich jetzt einfach mal so denken. Zumal auch die Urheberrechtssituation in Großbritannien eine andere ist als in Deutschland. Also da haben auch Musiker viel leichter die Möglichkeit, mit ihren Verwertern andere Verträge auszuhandeln. Die können sagen, du kriegst irgendwie das Recht an CDs und ich darf trotzdem meine Werke auch online stellen und kann sie irgendwie für den Free Download anbieten. Genau. Und das ist manchmal auch für ausländische Musiker gar nicht zu erklären, warum es das in Deutschland nicht gibt. Das ist wahrscheinlich auch für Deutschland. Und das geht auch nicht so weit, dass sie das europäisiert. Ich meine, so viele europäisiert. Das wollen ja viele, gerade von denen, die das Geld verdienen, wahrscheinlich. Ja, die verdienen sich hier scheckig an diesen ganzen Lizenzen, die sie letztendlich mit der Musik aus Deutschland haben. Wir haben ja auch die Pflicht, in deutschen Radios halt so und so 5% deutsche Musik zu zeigen, damit dann wahrscheinlich die entsprechenden Tantiemen an die Künstler fließen. Ja. Also Geld muss in Deutschland sein. Wir kommen jetzt in Gefilde, da hat es dann eher mit dem Urheberrecht und mit der Musik zu tun und das hat mit dem Leistungsschutz. Eine letzte Frage, dann würde ich für heute nämlich auch die Runde langsam schließen, weil wir sonst zeitlich echt ins Trudeln kommen. Also ich will nicht zwischen euch und dem Feierabend stehen, deshalb... Nicht Feierabend, den haben wir schon. Also dann würde ich nämlich eigentlich erstmal in dieser Runde für heute jetzt schließen. Wir haben fast 9:30, wir müssen noch abbauen und so weiter und 10 sollen wir hier draußen sein. Erst nochmal vielen, vielen Dank an euch beide. Also ich für meinen Teil. Das war sehr viel Spaß gemacht und schärft auch nochmal den Verstand. Und ich würde einfach ganz gerne nochmal kurz darauf hinweisen, wir haben eine Frankfurter Mailingliste, die Thorsten auch mit Sicherheit auch abonniert hat. Also wer nochmal weitergehende Fragen oder Diskussionsansätze zum Thema Leistungsschutzrecht hat, kann die da mit Sicherheit auch gerne mal drauf schicken, dass wir da noch mal ein bisschen weiter diskutieren können, auch mal per Mail, wenn wir das wollen. Ansonsten